Ja, wunderschönen guten Abend. Ich begrüße zum heutigen Talk. Das Thema wird sein: Bundestagswahl, Wahlen in Österreich. Welche Reformen fehlen eigentlich allen alten Parteien bisher? Ich bin der Moderator, stelle mich kurz vor. Öff Öff ist mein Aussteigername, lebe seit 30 Jahren ohne Staat und Geld und habe die Schenker-Bewegung gegründet, also eine Bewegung aus menschheitsfamiliären Kommunen. Und ich wirke mit dem guten Herrn Dillon zusammen, so als Vertreter der freien Argumentekultur und Anwalt der echten Demokratie. Da bin ich so als Supervisor mit dabei für Kommunebildung und in der Partei des Gemeinwohls, so als ein moralischer Aufsichtsrat, um mitzuschauen, dass da diese freie Argumentekultur und echte Demokratie nicht irgendwie ins Wanken kommen könnte. Und ich habe schon ein paar Mal eben solche Talks jetzt moderiert und es hat, glaube ich, ein bisschen beigetragen zum Fluss der Dinge. Von daher gern auch heute. Und dann würde ich sagen, machen wir keine lange Vorrede mehr. Die Technik mit der Reihenfolge der Sprechenden wurde schon geklärt. Und dann gebe ich als erstes an den Herrn Dillen. Frau Grimmenstein sollte anfangen. Ach, die Frau Frau Grimmenstein. Grimmenstein, Ladies first. Also Ja. sozusagen, Frau Grimmenstein, an Sie die Frage: Was haben Sie auch in letzter Zeit besonders für Inspirationen bekommen? Wie wollen Sie Gemeinwohl zementieren in der Verfassung, im Grundgesetz, in der Gesellschaft? Ja? Also wir haben jetzt zurzeit angefangen, die bisherigen Vorschläge auszuwerten. Also wir versuchen, also Arbeitsgruppen zu gründen, die praktisch die bisherige bestehende Aktienkapitel auswerten, was die bisherigen Vorschläge. Und gleichzeitig führen wir, haben wir angefangen, über Grundsatzfragen Umfragen zu starten, haben wir schon die erste Umfrage gestartet. Und in dieser Umfrage geht hauptsächlich darum, welche Aufgabe und welche Dienste erwarten Sie die Leute vom Staat oder überhaupt, welche Aufgaben sollen überhaupt an den Staat zugewiesen werden? Und diese Umfrage läuft zurzeit. Bis jetzt haben Leute, glaube ich, 2.500 Leute daran teilgenommen. Also wir hoffen, dass es mit der Zeit noch mehr daran teilnehmen werden. Und die nächste Umfrage werden wir schon, das steht jetzt schon fest, es geht um Rechtswesen, also wie die Justiz praktisch arbeiten sollte, wie die Justiz aufgebaut werden sollte. Das sind definitiv, also Grundsatzfragen wollen wir klären, damit wir überhaupt die Gefühle der Leute wollen wir damit erforschen, ne? Und mit dieser Staatsfrage zum Beispiel haben wir als allererste Frage gestellt: Wie fühlen Sie sich in unserem Staat behandelt? Fühlen Sie sich als praktisch als Partner oder als Untertanen? Das war also die erste Frage für uns. Muss ich sagen, wahrscheinlich die größte Teil beantworten, dass Sie sich als Untertanen fühlen. So sieht also die Tendenz momentan aus. Und das ist also nicht in Ordnung. Also diese Grundgefühle wollen wir jetzt zurzeit klären. Und arbeite jetzt immer mehr mit der Basis zusammen. Das geht auch an der Basis Österreich, ja, in der Basis in Deutschland. Ich habe jetzt gerade, war ich am Dienstag in Landshut, wo von dem Kreisverband Landshut eingeladen worden bin, zu einem Vortrag und zur Vorstellung von Gemeinwohllobby. Und es sieht so aus, dass nach der Bundestagswahl mehrere Basisverbände oder Gruppen uns helfen werden, noch mehr mobilisieren. Und wir wollen praktisch definitiv jetzt, sagen wir mal, öffentlich rausgehen und öffentlich werben mit Autoaufklebern und so weiter. Also die Werbung geht jetzt richtig los. Ja. Ja, danke schön, Frau Grimmenstein. Dann kommt als nächster der Herr Dillen. Genau. Und Herr Wagner, Sie hatten eben noch vergessen, das Mikrofon abzustellen. Das gab wieder Rückkopplungen, ne? Vielleicht auch noch mal versuchen, den Lautsprecher leiser zu drehen.
Ja, Frau Grimmenstein, ich will gleich auch dann auf das eingehen, was Sie gesagt haben, Justiz und Recht, aber ich brauche jetzt erstmal noch den Bildschirm, muss erst noch mal was teilen, dass wir ein bisschen was an Text sehen. Moment, wo muss ich hin? Ausblenden. Was kommt denn hier für eine Störung? Ausblenden. So, da sind wir. Und jetzt muss ich hier hin. Ja, also, dann beginne ich mal meinen Beitrag. Vielleicht als Hinweis an Sie alle jetzt, weil ich jetzt die Aufnahmemaschine sehe. Herr Brenn und Herr Wagner, aus Ihrer Sicht nach rechts rücken, auch Herr Biaxix nach rechts rücken, denn wir haben das immer so an den Rand Ihres Bildausschnittes rücken, weil wir wollen das Bild am Ende möglichst groß haben und deswegen, also einfach ein Stück nach rechts rücken an den Rand Ihres jeweiligen Bildausschnittes. Jetzt sind Sie alle wieder gut im Bilde, ja? Herr Wagner, vielleicht Sie können noch ein paar Zentimeter nach rechts, ne? Ja. Ja, super. So ist das Bild dann auch sehr gut für die Zuschauer, für die Internetzuschauer. Ja, also was wollen wir verankern? Die Partei des Gemeinwohls, die macht das ja ganz massiv. Ja, die sagt, wir müssen ganz klar sagen, hier die weltberühmte Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber, über die müssen wir kontrovers diskutieren. Die ist ja auch bis jetzt bei der Gemeinwohllobby, war ja in dem bisherigen Verfassungsvorschlag ja durchaus auch häufig genannt. Und oder gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, Gemeinwohllobbykonzeption, Postwachstumsökonomie, Gemeinwohlgesellschaftsidee. Was ist die beste Gemeinwohlwirtschaft für die Menschheit? Ja? Und dann ist sozusagen das Demokratische, das überspringe ich jetzt mal, aber das Wesentliche ist, dass wir es für nötig halten, dass in den Verfassungen und in den Parteien, und dass wir empfehlen auch der Basis, dass sie durchaus auch sagt, dass man die Grundgesetze überarbeiten muss, auch als Partei sozusagen, einzig wirkliches, echtes, gutes Tun wird belohnt. Und das wirklich ganz technisch. Das wird also ganz real gemacht. Dem bewussten und nicht bewussten schlechtes Tun wird die Beute entzogen. Endlich werden zum Beispiel mein Hausarzt und mein Supermarktleiter und meine Landesregierung umso mehr belohnt, je gesünder und glücklicher ich durch ihr Wirken, naja, je gesünder und glücklicher durch ihr Wirken wir Kunden werden, je seltener wir zum Beispiel Krebs oder Herzinfarkt bekommen und je größer unser Wohlfühlen wird. Also wir sagen ganz klar, die Basis, ich habe gerade Flyer von der Basis bekommen, hier in Köln am Chlodwigplatz. Es reicht nicht, Wünsche zu formulieren. Es reicht auch nicht, Wünsche zu formulieren, wie das mit dem Rechtssystem werden soll, sondern man muss es knallhart die Leistungen der Beteiligten messen und belohnen. Das ist die Meinung jetzt auch, die eben ja wir als Weltrat und Next Scientists for Future beraten ja die Partei des Gemeinwohls bezüglich des Programms. Und das heißt im Rechtssystem, man muss messen, ob ein Richter seinem Bezirk den Menschen wirklich messbar gut tut, das Wohlfühlen verbessert, das Sicherheitsgefühl verbessert oder ob er eher Täterschutz vor Opferschutz praktiziert. Und das muss man bei der Polizei machen, bei den Rechtsanwälten und bei den Staatsanwälten. Und ohne eine klare Messung kriegen wir keine Kontrolle in das System rein. Das ist die Behauptung jedenfalls, die im Moment auch so hier quasi in dem Parteiprogramm verankert ist. Und nachher haben wir ja dann, meine Zeit ist leider schon wieder um, da haben wir ja nachher dann den Exkurs zur Verfassung und Grundgesetz und so weiter. Ja, ich gebe weiter und ich glaube, nach mir, wer war dran, Herr Wagner? Ich glaube, der Herr Biaxix ist jetzt der Nächste mit seinen 2,5. Brauchen Sie eine Präsentation? Wer eine Präsentation machen will, soll das immer sagen vorher kurz. Nein, brauche ich nicht. Schönen Abend an alle Teilnehmer. Ich begrüße alle recht herzlich. Ich bin von der Basis Österreich. Wir sind auch mit dem Herrn Brenn vernetzt, auch mit der Gemeinwohllobby Österreich vernetzt. Wir arbeiten da ein bisschen zusammen. Ein bisschen, das soll mehr werden in Zukunft. Wir von der Basis
haben jetzt eine Klausurwoche hinter uns, in der wir Satzung und Geschäftsordnung neu erstellt und umgeformt haben nach unseren Vorstellungen und nach den Vorstellungen der Mitglieder. Bis jetzt gab es ja schon sehr, sehr viele Arbeitskreise, die ihre Ideen eingebracht haben. Das wurde jetzt zu Papier gebracht und umgeformt. Und der erste Entwurf wird jetzt in einer ersten Runde ausgeschickt. Wir bekommen dann Feedbacks, die werden dann die Vorschläge konsensiert und auch eingearbeitet und soll am ersten Parteitag zur Abstimmung gelangen, wenn wir es bis dahin schaffen, dass das Konvolut fertig wird. Das ist ja ziemlich viel. Und ja, die Wahlordnung, die Satzung, die Schiedsordnung, Finanzordnung, also alle Ordnungen, die Geschäftsordnung sozusagen mit allen ihren Inhalten, das muss alles neu gemacht werden, gut angepasst werden, auch im Hinblick auf zukünftige Herausforderungen. Das heißt, wir müssen schon ein bisschen weiter vorausdenken an den richtigen gewählten Vorstand, der von uns vorbereitet werden soll, damit sich der möglichst leicht tut, damit der Rahmenbedingungen hat, um die Philosophie der Partei möglichst gut umzusetzen. Das heißt, wir arbeiten grundsätzlich im Rahmen der Soziokratie. Die Soziokratie ist ja ein Modell, das eine Mitwirkung der untersten Ebenen favorisiert und im Delegationssystem die oberen Ebenen anhält, das umzusetzen, was die unteren Ebenen beschlossen haben. Das kommt unserer Philosophie sehr entgegen. Wir wollen ja den Volksentscheid umsetzen und nach Möglichkeit ein System schaffen, in dem wir das Volk ständig einbeziehen in die Entscheidungen. Das heißt, wir wollen in Zukunft auch mehr Mitwirkung, mehr Aufmerksamkeit seitens des Volkes haben. Wir haben ja umfassende Programme in Arbeit, zum Beispiel auch die Lebensarbeitszeit wollen wir ein bisschen anders gestalten. Wir wollen, dass die Jungen mehr arbeiten und die Älteren ein bisschen weniger. Und ein 50-Jähriger soll schon bis zu 10 Stunden Zeit haben, also in dem Rahmen zwischen 50, 60 Jahren, 10 Stunden in der Woche Zeit haben, für seine Gesundheit zu sorgen, für seine Fitness in erster Linie. Und da soll auch ein bisschen politische Ressourcen drinnen sein. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank. Dann ist der Nächste der Herr Brenn. Den Herrn Brenn hören wir noch nicht, der muss sein Mikrofon noch einschalten. Die Technik, ja, die verzeiht keine Fehler. Ja, ja, aber jetzt höre ich mich, ja. Ja, ich bin der Initiator der Gemeinwohllobby in Österreich. Ich bin im Frühjahr oder im Spätwinter auf die Gemeinwohllobby Deutschland, die von der Marianne initiiert ist, gestoßen und wollte das eben in Österreich auch machen und haben dankenswerterweise alle diese Unterlagen von der Marianne auch zur Verfügung gestellt bekommen, die Homepage und so weiter. Der Herr Rüdiger Kordesch hat uns da sehr, sehr gut unterstützt und haben die Homepage dann auch im Mai dieses Jahres online gestellt und wir haben bis heute so circa 250 Mitglieder. Ich muss dazu sagen, dass wir jetzt noch nicht die große Werbekampagne dafür gemacht haben, weil wir mit der ganzen Vorgangsweise noch nicht so glücklich sind. Ja. Wir haben ja in Österreich eine andere Geschichte mit der verfassunggebenden Versammlung. Da gab es vor einigen Jahren ja schon Bestrebungen mit Staatenbünden und so weiter, die ja da doch sehr, sehr hohe Wellen geschlagen haben. Und es ist leider so, dass die verfassunggebende Versammlung auf der Homepage des Innenministeriums in Österreich als Staatsverweigerer bezeichnet werden. Und diese Hürde, ja, die wollen wir eigentlich nicht haben. Ja, wir nehmen jetzt die Verfassung aus der Gemeinwohllobby heraus. Ja, wir wollen über die Verfassung das sogenannte oder ja, wir bezeichnen das jetzt einmal so als Staatsziele setzen. Ja, über die wir dann die Verfassung reformieren können. Ja, also wir wollen auf der Homepage
von den Menschen Staatsziele formuliert bekommen. Also die können dort genauso wie in Deutschland zur Verfassung, zu den einzelnen Punkten, können die Menschen dort Vorschläge einbringen, wie sie sich in Zukunft das Zusammenleben vorstellen und wie die Staatsziele jeweils aussehen sollen. Und da gibt es dann auch Prinzipien dazu und so weiter. Also, aber es sind dann nur, unter Anführungszeichen, 10 bis 20 Punkte, die von den Menschen bearbeitet werden müssen und können, ja, nicht müssen, sondern können, und dort Vorschläge eingebracht werden können. Ja, und wir sind jetzt dabei, eben die Homepage zu erstellen zu dieser Sache und hoffen, dass wir Ende Oktober mit dieser Homepage dann wirklich online sind und auch dann in die Werbung, in die große Werbung gehen können und dann mehr Mitglieder akquirieren können. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Brenn. Damit haben wir die erste Runde hinter uns. Ich fasse mal ganz wenige Punkte zusammen. Also klar wurde, dass man die Bevölkerung jetzt aus dem Untertanenstatus am besten rausbringen will und ob jetzt durch Parteienengagement oder verfassungsgebende Versammlungen dem eine echte Umbruchsgestalt geben will. Also wo das dann auch so durch die Soziokratie vielleicht von unten her bestimmt wird, das politische Geschehen. Und der Herr Dillen hat betont, dass es darauf ankommt, das Gemeinwohl jetzt auch wirklich in einer klar messbaren Weise dabei verwirklicht zu bekommen. Also dass das nicht zu schwammig ist, sondern dass da wirklich dann genau festgestellt werden kann, wo wird dem Gemeinwohl gedient und wo ist es doch wieder irgendwie dran vorbei. Ja, jetzt machen wir es dann immer so, dass da Fragestellungen noch kommen können. Also jetzt vor allem von Herrn Clemento vielleicht zu dem, was in dieser ersten Runde so alles gesagt wurde. Ja, ich bin hier auf Sendung, stelle ich fest. Ja, ich will ja jetzt hier nicht den totalen Rundumschlag landen. Also mir fällt vor allen Dingen auf, dass hier die Größenordnung möglicherweise verfehlt werden. Wenn wir im europäischen Ausland mal ein bisschen nachschauen, da gibt es also gerade in Frankreich sehr viele Nachbarschaftsinitiativen, die nicht unbedingt gleich die Verfassung ändern wollen, sondern die ganz einfach versuchen, da in diesem Patchwork-Teppich der Sozialisation irgendwie Verbesserung zu erreichen. Ne? Also mir ist das einfach eine Nummer zu groß, damit mit Verfassungsänderung und so weiter. Ne? Ja, muss ich einfach mal sagen. Also vor allen Dingen auch die nackte Not, die wir mittlerweile überall in Europa haben, mit Wohnungsnot, Joblosigkeit, ja, was weiß ich, also ich will das jetzt nicht hier perpetuieren, ne? Aber das sind die brennenden Probleme, die wir haben. Die haben wir auch schon seit Jahrzehnten, die haben wir im Grunde schon seit Jahrhunderten. Ne? Ich habe mich mal ein bisschen eingelesen in die Problematik der Wohnungslosigkeit, ne? Und vor allen Dingen die brutalen Formen der Ausgrenzung, ne? Die da praktiziert wurden. Und ich rede da tatsächlich von einem rot-grünen Faschismus, den wir haben. Ne? Weil diese Securities, die da völlig ungehindert die Betroffenen aus den Bahnhöfen heraustreten bei Wind und Wetter. Ich habe das ja selber gesehen, ja. Ne, das ist unsäglich, was hier in Europa mittlerweile auf dem Level abgeht. Ne? Also das sind die beiden obersten Themen für die Bundestagswahlen. Ja, also Wohnungsnot und die Abhilfe dazu, das habe ich ja mit dem Dillen auch schon konzeptionell erfasst. Ja, da liegt was auf dem Tisch. Ne? Und das zweite ist eben auch die Joblosigkeit. Ne? Die müssen wir dringend erden. Ne? Ja. Ja, danke. Die Mikrofone wieder aus, ja. So, Herr Wagner, dann ist die Frau Grimmenstein wieder dran. Wobei mich persönlich übrigens Frau Grimmenstein ja natürlich besonders interessieren würde. Also jetzt der Aspekt vom Herrn
Lischka war ja jetzt gerade gewesen, dass man natürlich auch so ganz konkrete Themen wie zum Beispiel unser Konzept Null Obdachlosigkeit, wie will man das realisieren? Das wäre eine Anregung vielleicht auch für die Basis, darüber auch nachzudenken. Aber was mich von Ihnen, Frau Grimmenstein, jetzt in der nächsten Runde halt besonders interessieren würde, wie wollen Sie die Dinge verankern, die Sie wollen, sozusagen? Denn ich habe das, wie gesagt, ich habe hier einen Flyer von der Basis. Die möchten gerne Deutschland, die möchten die Medienreform. Die Medien brauchen eine neue Basis. Und das sind nur fromme Wünsche. Aber keine Garantie, dass es auch so kommt. Diese frommen Wünsche hatten man bei der Entstehung von ZDF und ARD damals auch schon und trotzdem ist alles schief gegangen. Also es fehlt die Verankerung. Deswegen, Frau Grimmenstein, wo sehen Sie, wo müssen Sie Eckpfeiler in der Verfassung einmeißeln, damit es nicht wieder in die falsche Richtung läuft? Also eine Verfassung kann nur Richtlinien geben, aber die Richtlinien sollen schon handfeste Richtlinien sein, dass praktisch dieser oberste Maximum, dass jeder Mensch praktisch vernünftige Lebensgrundlagen haben muss, dann das muss so verankert werden, dass das auch gleichzeitig einklagbar ist. Ne? Einklagbar muss das sein. Und ich finde, auf jeden Fall eine Verfassung gibt die rechtliche Basis für unser Zusammenleben. Ne? Und mit dieser Geschichte, wir haben auch ziemlich von diesem Wort Verfassung, benutzen wir gar nicht so gerne, eher dieser Gesellschaftsvertrag, weil wir haben auch im Mittelpunkt gestellt grundsätzlich diese Frage, wie wollen wir miteinander leben? Und da wollen wir praktisch die Leute sensibilisieren, dass wir sollen uns solche Regeln geben, die praktisch endlich mal gewährt uns ein menschliches Leben, ein humanes Leben, ne? Und ein humanes Miteinander und ein respektvolles Miteinander. Ne? Und deswegen lassen wir die Menschen arbeiten, weil Gemeinwohllobby bleibt ein Koordinationsorgan. Die Menschen sollen endlich mal denken lernen. Und ich meine, die Basis von einer Gesellschaft ist immer das Recht. Das Recht, und davon hängt es ab, ob wir da was einklagen können oder nicht was einfordern können. Und wir müssen irgendwie wirklich so festlegen, und das haben wir auch jetzt schon versucht. In der ersten Grundlage ist schon drin. Praktisch, dass wir diese menschliche Grundlage gewährleisten müssen. Ne? Das ist schon drin. Und ich weiß jetzt nicht, wie die Verbesserungen sind, kann ich nicht sagen. Das liegt noch unter Auswertung. Aber ich hoffe, dass das noch die ganze Konstrukt noch viel besser wird. Ja, danke schön, Frau Grimmenstein. Dann gebe ich mal einfach direkt weiter an den Herrn Dillen. Ja, ich gehe mal auf die Dinge ein, die ich für verbesserungswürdig halte. Frau Grimmenstein, Sie haben zum Beispiel eben gesagt, einklagbar sollen die Regeln sein, also die Regeln der sollen einklagbar sein. Erster Hinweis, das ist für mich ist es sehr kompliziert, weil sie müssen dann ja diese Dinge einklagen. Und bei dem Einklagen, das ist wieder eine Komplikation an sich. Ich finde persönlich halt Mechanismen besser, wo die Sache schon garantiert ist. Ja, also Beispiel jetzt, Politiker. Wir alle wollen ja die Politiker endlich wegbringen von den Lobbyisten. David Claudio Sieber hat gestern gesagt, im ZDF übrigens, wir haben vielleicht einige noch nicht mitgekriegt, im ZDF hat David Claudio Sieber gestern sagen dürfen, Kapitalismus abschaffen. Ja, hat er gesagt, ganz klar und deutlich. Also er denkt also offensichtlich auch in diese Richtung. Und er hat also Kapitalismus abschaffen, was aus meiner Sicht natürlich gefehlt hat, ist die Bemerkung, aber Gemeinwohlwirtschaft stattdessen. Das ist das, was aus meiner Sicht dann noch gefehlt hat. Und der Punkt ist folgender. Wenn Sie Politiker, unser Konzept wäre ja zum Beispiel,
16 Bundesländer in Deutschland, 16 Regierungen, 16 Landesregierungen. Dann messen wir, wie sich, wie bei allen Firmen, wir messen, wie sich Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner verbessern oder verschlechtern unter der Regierung einer bestimmten Landesregierung. Und wenn wir das in der Verfassung verankern, dann haben wir quasi ganz klare Messgrößen und können die Politiker zwingen, wieder uns zu dienen und nicht den Lobbyisten und den Konzernen zu dienen. Das heißt also, von einer Sekunde auf die andere wäre letztendlich der Einfluss der Konzerne weg, besonders auch, weil ja die Unternehmen selber auch danach gemessen werden. Wie entwickelt sich das Wohlfühlen, die Gesundheit, die Langlebigkeit der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner? Und wenn ich das als Messgrößen habe, dann wird das Unternehmen sofort jeden Lobbyismus aufhören, weil der rechnet sich nicht mehr. Weil ich kann ja, wenn ich Gesetze durchsetze, die den Kunden schaden und den Anwohnern schaden, aber mir nützen, dann kriege ich aber wieder reduzierte Verdienstzuschüsse und bezahle quasi, habe am Ende überhaupt nichts davon, sondern gehe eher pleite, weil es eben ja gemessen wird, was ich mit den Kunden anstelle. Ja, zum denken wir an die Zuckerampel. Ja, und nachher werde ich noch eingehen, meine Zeit ist leider schon wieder um, mit auf Soziokratie und Bürgerräte und Volksentscheide, wo ich da die Probleme sehe. Ich gebe weiter. Okay, dann ist als nächster der Herr Bjaksic. Ja, danke schön. Zum Thema Verfassung und Medien und Gesetze allgemein muss man festhalten, dass auch das deutsche Grundgesetz ist ein sehr gutes Grundgesetz. Es gefällt mir sehr, in sich harmonisch. Und beinhaltet viele Elemente, die aus dem Österreichischen fehlen. Es steht zum Beispiel eindeutig im deutschen Grundgesetz, eine Zensur findet nicht statt. Das sucht man vergeblich im österreichischen Teil. Und auch die Medien, wir haben ja Prüfungskommissionen, wir haben einen Medienbeirat. Es ist ja alles geschaffen worden, um eine Kontrolle auszuüben, nur ist es eine zahnlose Kontrolle. Und wenn die Regierung gegen die Verfassung verstößt und gegen das in Deutschland gegen das Grundgesetz verstößt, dann ist da nicht das Grundgesetz schuld, sondern es fehlt an Sanktionsmöglichkeiten, es fehlt an Kontrolle. Das heißt, das, was wir einarbeiten müssen, das ist, dass die Bürgerschaft, also dass die Menschen eine Kontrolle ausüben können und Sanktioniermöglichkeiten haben, eventuell durch ein Bewertungssystem, wie das Herr Dillen angeregt hat, dass wir mit einem verbindlichen Bewertungssystem, weil das muss dann verbindlich sein, sonst hilft es ja nichts, dass mit diesem Bewertungssystem die Medien bewertet werden, die Einhaltung der Gesetze und das gesamte Leben im Alltag bewertet werden kann, sodass das etwas zur Sprache gebracht wird. Weil es mangelt ja nicht an Fachleuten, die derzeitige Situation aufzeigen. Wir kriegen ja jeden Tag neue, die es aus Amerika und aus Europa und überall gibt. Sie werden nicht gehört. Das heißt, was uns fehlt, ist die Macht der Kontrolle seitens der Bürger. Und das ist, auf was wir großen Wert legen müssen, damit dieser Zustand, der jetzt abläuft, sich nicht wiederholen kann. Dass das nicht wieder möglich ist. Das heißt, es liegt nicht nur daran, dass wir müssen nicht das Rad nicht neu erfinden. Wir müssen ein bisschen feilen und einige Elemente einbauen, damit sich dieser Zustand, den wir jetzt haben, dass der nicht wieder auftreten kann. Also auf meiner Uhr ist meine Zeit abgelaufen. Danke. Ja, herzlichen Dank. Dann kommt der Herr Brenn. Ja, danke schön. Ja, der Johann hat es ja sehr richtig gesagt und auch die Marianne, dass es eben darum geht, diese Dinge durchzusetzen. Ja, dass man diese Missstände, die jetzt vorhanden sind, ganz einfach, wir sind ohnmächtig dagegen, irgendetwas dagegen zu unternehmen, dass Entscheidungen getroffen werden von der Politik, die nicht dem Gemeinwohl dienen. Und das haben wir jetzt eben auch vor mit unserer
Neustrukturierung der Gemeinwohllobby, dass wir über der Verfassung noch Staatsziele setzen, wo wir genau formulieren, welches Ziel wollen wir erreichen in den nächsten, im nächsten Jahr oder in den nächsten 2 Jahren. Und für diese Feststellung der Zielerreichung gibt es Gremien, gibt es Vorrichtungen, die eingesetzt werden. Das können Bürgerräte sein, das können Waisenräte sein, das können Bürgerparlamente sein, die dann eben feststellen und das dann genauestens evaluieren, sind die Ziele jetzt erreicht oder nicht. Und wenn nicht, ja, dann gibt es Sanktionen, das sind vorher schon festgelegt, dass die Politiker dann in kurzer Zeit abgesetzt werden können, wenn sie nicht dem Gemeinwohl entsprechend Entscheidungen treffen. Und genau diesen Mechanismus wollen wir jetzt in der Homepage einbauen, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Ja. Und wir versuchen eben dann über die Homepage eine kritische Masse zu erreichen, dass wir dann politisch auch die Möglichkeit haben, diese Staatsziele dann auch zu etablieren. Ja. Das ist ja unser Ziel in den nächsten 1-2 Jahren, dass wir das erreichen, dass wirklich Mechanismen vorhanden sind, die Ohnmächtigkeit und die Ohnmacht des Volkes ausschaltet. Danke. Ja, herzlichen Dank. Dann haben wir da das Ende der zweiten Runde erreicht. Die Frau Grimmenstein will gleich noch dazu was sagen, wenn ich es richtig sehe. Oder hat ihr schon freundlich gesagt? Ja, dass diese Kontrollmechanismen, was immer wieder gesagt wird, daran habe ich jetzt erstmal gar nicht gedacht, das ist schon ziemlich oft bei uns eingebaut schon, dass die Politiker bewertet werden und dass die Politiker auch immer wieder von dem Volk entlassen werden können. Das haben wir schon jetzt schon drin. Jetzt schon. Das ist jetzt schon ganz oft eingebaut. Ja, danke schön. Ich fasse mal so zusammen. Nachdem in der ersten Runde so Grundforderungen wie Basisdemokratie, Soziokratie, Gemeinwohl betont wurden, ausgedrückt wurden und dass man sich dafür vernetzen sollte, Parteien, verfassunggebende Versammlungen und verschiedene Initiativen, war jetzt in dieser Runde die Frage, wie kann man dem Ganzen echte Gültigkeit und Durchsetzbarkeit verleihen gegenüber einer Politik, die imstande ist, sich über das Gemeinwohl und eigene Grundgesetze, also eigene Rahmenbedingungen einfach hinwegzusetzen, ohne dass man sie packen kann. Und da wurden verschiedene Vorschläge gemacht, Einklagbarkeit oder eben die Messbarkeit, wie der Herr Dillen das beschrieb, oder Staatsziele, wie der Herr Brenders ausdrückte. Und ich komme nochmal zurück auf das, was der Herr Lischka vorher auch eingebracht hatte. Der hatte gemeint, wir müssen aufpassen, dass wir nicht abheben und dass solche Grundbedürfnisse, wie dass die Leute Wohnung und Job haben, dass die an der Basis auch irgendwie abgedeckt werden, dass das mit im Blick bleibt, wie man die kleinen Leute an der Basis sozusagen da in ihren Bedürfnissen direkt mit vor Augen hat. Da kann ich zu sagen, dass ich glaube, es ist wirklich wichtig, auf allen Ebenen sowohl zu sehen, was muss verändert werden und wie kann man dem Gültigkeit geben. Also, dass die Menschen einfach selbst anpacken auch und sich dann Nachbarschaften bilden, in denen man sich gegenseitig hilft und auch Kommunen und so. Das ist für mich neben der Parteienarbeit und Gesetzgebungsarbeit immer eine andere Schiene auch, wo ich sehr stark engagiert bin. Der Herr Dillen und ich, wir denken da in mehreren Schienen. Also dass die Reformen jetzt auch von Gesetzen und Wirtschaftssystemen innerhalb der Systemstrukturen, dass das auf der anderen Seite eine Menschenbewegung letztlich auch nötig hat mit Verantwortungsbildung und dem direkten Zusammenschluss der Menschen zu Hilfe und solidarischem Zusammenleben. Also wir müssen auf allen Schienen wahrscheinlich dafür arbeiten, diese Ziele zu erreichen und ihnen echte Durchsetzbarkeit zu verleihen. Dann würde ich sagen, gibt es Fragen noch jetzt nach dieser zweiten Runde auch, vielleicht von Herrn Lischka? Ja, ich wollte da noch gerade ein Statement loslassen. Also die Situation ist total überhitzt, auf vielen Ebenen, vielleicht auf allen Ebenen sogar. Wir müssen einfach erstmal runterkommen. Und ich habe unter anderem ein Slow-Motion-Racing konzipiert und bin auch
in anderer Hinsicht der Meinung, dass wir einfach die Ansprüche auch ein bisschen runterschrauben müssen. Aber eben die Basisbedingungen, eben, dass jeder ein Dach über dem Kopf hat und vielleicht auch eine Wohnadresse, wo er auch wirtschaften kann. Ich meine, wenn man keine Residenz mehr hat, dann kriegt man nichts mehr. Ja, dann ist man einfach nobody. Ne? Das ist ein unsäglicher Missstand hier. Ne? Ja, so viel dazu. Ne? Ja, danke schön, Herr Lischka. Dann würde ich sagen, vielleicht damit im Hintergrund, dass wir überlegen, wie kann die ganze Sache möglichst viel Fleisch und Blut bekommen fürs Wohl der Menschen, gehen wir in die dritte Runde und beginnen mit der Frau Grimmenstein. Frau Grimmenstein, wir hören Sie noch nicht. Ja, jetzt bin ich da. Ja. Ja, also wichtig ist praktisch, dass wir müssen wir versuchen, momentan, weil wirklich die ganzen Entwicklungen sind nicht besonders positiv, ne? In allen Bereichen, würde ich sagen. Also nicht nur bestimmte Bereiche, sondern in allen Bereichen erleben wir eine totale Staatsversagen. Das ist definitiv in Deutschland jetzt so, wenn ich nach den offiziellen Zahlen 90% unserer Subventionen nach dem Umweltbundesamt wird umweltschädlich eingesetzt und gegen Deutschland laufen 76 EU-Strafverfahren, hauptsächlich in EU, im Umweltbereich, ja. Wir hätten praktisch schon bis 2020 unsere Gewässer ökologisieren müssen, also wieder in vernünftiger Zustand zu bringen, gebracht werden müssen. Und das haben sie also nicht einmal geschafft. Ich weiß es nicht, nach einem Professor vielleicht 1%, nach Umweltbundesamt höchstens 10% geschaffen. Also unsere praktisch Lebensgrundlagen werden praktisch permanent und rasant zerstört. Wir müssen praktisch wirklich versuchen, die Menschen so schnell wie möglich zu mobilisieren für unsere Sachen, dass sie praktisch ihre Lebensfaden, ihre Entscheidungsfreiheit müssen sie wieder bekommen. Und weil kein Mensch wird an uns helfen. Also die obere politische Kreis wird nicht helfen. Die haben kein Gefühl mehr für das tägliche Leben. Und dieses Problem müssen wir definitiv versuchen überwinden, weil die sind also dermaßen fremd und die leben also in so einer Kapsel, schon so eingekapselt, dass sie, was Probleme dieser Welt vorhanden sind, nehmen sie gar nicht mehr wahr. Die leben praktisch in einer Zerstörungsmaschine. Sie leben schon in einer Zerstörungsmaschine und sie sind ein Rad von dieser Zerstörungsmaschine. Und das müssen wir definitiv versuchen zu stoppen. Alles klar, danke schön. Dann gebe ich weiter an den Herrn Dillen. Ja, ich versuche mal im Schnelldurchgang einige Tipps, die ich dringend empfehle, durchzuhecheln, denn die Zeit ist so schnell immer um. Widersprechen Sie uns in unseren Talkshows per Telefon oder online mit guten Argumenten im Sinne der freien Argumentekultur. Das ist also das, was ich dringend empfehle, wo ich bei der Basis Deutschland riesigen Nachholbedarf sehe, dass Sie nicht öffentliche Talkshows zurzeit veranstalten, wo wirklich auch Leute von außerhalb der Partei eingeladen sind, zu sagen, wo irren wir uns und so weiter. Wo widersprechen uns andere kompetente Experten der Welt mit welchen Argumenten? Denn Basisdemokratie ist immer nur so gut, wie der Ideeninput ist. Wenn Sie nur Laienkonzepte haben und die Experten ausblenden,
dann führt die Schwarmintelligenz auch nicht zu den bestmöglichen Ergebnissen. Außerdem ist es so, dass man sich immer klar sein muss, dass eigentlich Basisdemokratie eine ganz klare Erfordernis hat. Also nicht nur auch die besten Experten der Welt und deren Argumente zu hören im Sinne der freien Argumentekultur, sondern auch idealerweise, wie stimmen repräsentative Wählerstichproben ab über unsere Argumente und Reformen. Das ist doch entscheidend, ist nämlich, dass die Mitglieder einer Partei leider nie eine repräsentative Wählerstichprobe sind. Wenn wir aber Basisdemokratie praktizieren wollen, müssen wir über repräsentative Wählerstichproben. Die Basis Deutschland verfügt über letztendlich 500.000 Euro Monatsbeiträge im Monat, und damit könnte sie bei Allensbach beliebig viele Wählerstichproben bezahlen und die dann konsensieren lassen über die Reformen, Diskussion und alle Argumente. Man könnte die Wähler die Argumente hören lassen und dann entscheiden lassen. Und das ist so wichtig, weil zum Beispiel ein Argument zu Soziokratie und Bürgerräte und Volksentscheide und so weiter. Sie sehen das an dem Bild, dass wir da ja auch ein ganzes Konzept haben hier. Volksentscheid, Wahlprogramme und Volksentscheide. Hier, wo ist das Vorwahlen, Mini-Volksentscheide, mit denen wir auch Politiker so innerhalb eines Jahres abwählen können. Vorhin wurde Abwählbarkeit angesprochen. Haben wir alles. Nur glauben wir, dass es immer die Frage ist, die Wähler werden Ihnen als Partei immer die Frage stellen. Das kostet mich zu viel Zeit, werden die Wähler immer sagen. Die Wähler haben keine Lust, sich am Feierabend 2 Stunden mit Politik beschäftigen zu müssen, leider. Das ist jedenfalls unser Eindruck, den wir mittlerweile gewonnen haben. Das heißt, wir selbst suchen immer nach den Wegen, die mit einem minimalen Zeitaufwand maximale Effekte erzielen. Und weil meine Zeit schon wieder sich dem Ende nähert, ganz kurz nur, die Wohlfühlstimme als basisdemokratischer Dauervolksentscheid bringt uns eine vollständige Kontrolle über die Politik und die Wirtschaft und die Konzerne und so weiter. Und kostet nur ganz wenig Zeit. Und das ist genau der Grund, warum wir im Weltrat sagen, okay, die Wähler haben Schwierigkeiten damit, wirklich stundenlang sich mit Politik beschäftigen zu sollen. Aber wenn sie nur 5 Minuten alle paar Wochen eine geänderte Wohlfühlstimme durchgeben, das kann man machen. Und damit hätten wir trotzdem technisch volle Kontrolle über all das Fehlverhalten, das wir alle zu Recht beklagen. Ich gebe weiter. Ja, danke schön. Dann ist der Nächste der Herr Bjaksic. Ja, danke schön für das Mikrofon. Weil wir da vorhin über Obdachlose gesprochen haben, ja, es ist natürlich nicht ausreichend, das möchte ich gleich eingangs festhalten, aber wir haben hier in Österreich ja schon eine sehr, sehr alte, seit den 70er Jahren, eine traditionell gewachsene soziale Struktur. Und wir halten unsere Obdachlosen relativ niedrig, also es gibt nicht sehr viele. Wir haben in Österreich 212 Einrichtungen, 64 Notunterkünfte für Obdachlose, 96 temporäre Unterkünfte, das sind zwischen 2 und 60, also zwischen 2 Stück und 60 Stück Unterkünfte, 20 Frauenhäuser, deren Größe ist mir nicht bekannt, und 32 Langzeitwohnheime für ältere Wohnungslose, also in Österreich wird es zumindest verfolgt und beachtet. In Deutschland sehe ich jetzt, sind 650.000 Menschen, die keine Wohnung haben. Das ist eine Größenordnung von 80 Millionen, die auch ungefähr dem entspricht, vielleicht ein bisschen mehr verhältnismäßig, als wir in Österreich haben. Also da ist auf jeden Fall Aufholbedarf. Aber wir haben in der Basis Österreich ja Konzepte, in denen wir alte Menschen im Zuge dieser Lebensarbeitszeit, die wir wollen, also wir wollen die Lebensarbeitszeit so verändern, dass die Jungen mehr arbeiten, die können ruhig 40 Stunden arbeiten. Je älter die Menschen werden, umso weniger werden sie arbeiten sollen, müssen. Und es ist durchaus möglich, dass gesunde Menschen bis 70 Jahre Arbeiten durchführen, wo sie ihre Erfahrungen einbringen können. Also zum Beispiel
im Grundschulunterricht, wo sie eingesetzt werden können, um den jungen Menschen ihre Erfahrungen beizubringen, also auf die, nach dem Motto, dass nicht jeder Fehler selbst gemacht werden muss, sondern man soll von den Fehlern der Alten profitieren, so wie es in der Großfamilie ja früher möglich und üblich war. Nur haben wir das durch die Spaltung und durch diesen kapitalistischen Zugang zum Erwerb vergessen. Das heißt, wir schieben die Alten in Altersheime, die haben keinen Platz mehr. Wir haben Wohnungen, Mauselöcher, wo wir uns kurzfristig am Abend einfinden alle, um zu schlafen, und dann schwärmen alle wieder aus. Also wenn man sich das anschaut, wie es in der Stadt läuft, ist das ja nicht wirklich artgerecht. Und man fragt sich, warum tun wir das? Wenn wir die Wertschöpfung ansehen, dann haben wir ja eine so hohe Wertschöpfung, dass wir ohne weiteres sehr viel leiser treten könnten. Also es muss nicht sein, dieser Wahnsinnsdruck, den wir in der gesamten Gesellschaft spüren, das ist etwas, was wir vielleicht abfedern und abmildern sollten, weil es zum Überleben nicht mehr notwendig ist, mit dieser Vehemenz zu arbeiten. Und ich gebe zu bedenken, dass wenn wir den Fortschritt und wenn wir die Entwicklung der letzten 50 Jahre betrachten, auf allen Ebenen, also von Ethik über die Entwicklung der Sprache, über die Entwicklung der Gesellschaft, über die Einkommensverteilung, dann über die Gesundheit vor allem, das ist ja ein ganz zentraler Punkt, dann sehe ich nicht wirklich einen großen Fortschritt, sondern ich sehe, dass wir eigentlich fast auf allen Gebieten eine Verschlechterung haben. Und wir empfinden das auch, also wir nehmen das als Basis Österreich auch wahr und wir versuchen in dieser Richtung auch tätig zu werden und Konzepte zu entwickeln. Das ist natürlich ein weiter und ein langer Weg, aber wir sind auf dem richtigen Weg, glaube ich. Also das ist etwas, was wir wieder zurückholen müssen, damit wir die Weisheit der Alten einbauen können. Zur politischen Teilnahme. Also ich rechne nicht einmal damit, dass 15% des Volkes aktiv an der Politik teilnimmt. Wir haben hier in meinem Wohnort 8000 Einwohner. 15% werden 1200. Damit rechne ich gar nicht. Ich bin mit 100, 200, 300, die aktiv teilnehmen, schon sehr zufrieden am Anfang. Und das soll sich natürlich ausbauen. Aber ich denke mir, 120 Entscheidende in einer Gemeinde oder 80 Entscheidende in einer Gemeinde sind schon ein deutlicher Schritt in Richtung Machtbegrenzung, wenn nicht der Bürgermeister alleine entscheidet, sondern eben diese 80 oder diese 120. Das wäre schon mal ein sehr, sehr guter Anfang, um zu verhindern, dass die zentralisierte Macht korrumpiert werden kann oder in irgendeiner Weise beeinflusst werden kann. Ich unterstelle da jetzt nicht einmal böse Absichten oder Korruptionsabsichten, sondern das sind einfach zum Teil Befangenheiten und wirtschaftliche Sachzwänge. Und das wollen wir aushebeln mit unserem Bemühen und damit, dass wir die Macht wieder dem Volk zurückgeben. Dankeschön. Ja, hier ist nochmal Clemente. Ich muss mich verabschieden, mein Akku ist leer. Ich danke allen Beteiligten für die kreative und. Ja, tschüssi. Oh, der Akku scheint jetzt schon weg zu sein, oder? Tschüssi, bis bald. Ja, okay. Dann danke ich dem Herrn Bjaksic. Jetzt ist der Herr Wagner auch dazugekommen. Ich weiß nicht, ob der uns jetzt hört und auch vielleicht sprechen könnte. Der nickt, also hört er schon mal was. Dann könnte es sein, dass er vielleicht auch was sagen kann. Aber ich würde fast sagen, wir machen dann die Reihenfolge so, dass wir den Herrn Brenn noch wie in der bisherigen Reihenfolge nehmen. Und dann nehmen wir den Herrn Wagner, bevor die Runde endet dann. Wenn das Einvernehmen findet, dann würde ich jetzt dem Herrn Brenn eben das Wort geben. Ja, danke schön. Ja, ich würde gerne auf unser eigentliches Thema, ja, welche Reformen fehlen den Altparteien, ja, zurückkommen. Ja. Und die Marianne hat ja schon wunderbar angesprochen, unsere Lebensgrundlagen sind in Gefahr. Ja. Also der Grund und Boden, ja, 50% des Humus auf der ganzen Welt sind schon vernichtet, sind vergiftet, produzieren nicht mehr die
Lebensmittel in der Qualität, wie es sein könnte, sein sollte. Ja, die Trinkwässer, die Wälder, die Landwirtschaft, das Bauernsterben schreitet fort und die Ernährung, Bildung. Bildung ist ein ganz gravierendes Thema, das die Politik gar nicht in irgendeiner Richtung, oder wo sie überhaupt nicht auf die Experten hört. Und das ist eben das große Problem der Altparteien, ja, dass sie diese Dinge, die sie ins Arge geführt haben, ja, die jetzt im Argen liegen, ja, nicht angreifen und reformieren. Und deshalb ist das im Prinzip das Problem der Altparteien. Die sind alle in irgendeinem, also in dem Lobbyistensystem gefangen und können da nicht mehr raus. Und das große Problem ist auch, dass, also speziell in Österreich, dass die Politiker ja, aus den eigenen Reihen von der Jugend an schon heranwachsen und herangezogen werden und die ja, ideologisch so ja, so geimpft sind, um ein geläufiges Wort jetzt zu verwenden, dass sie gar nicht mehr anders können und dass sie gar keine Visionen und gar keine Reichweiten mehr, gar keine Änderungen mehr herbeiführen können, weil sie die Voraussetzungen gar nicht haben. Ja. Und das sind im Prinzip zu unserem Thema, ja, die Reformen der Altparteien, die müssten wirklich einmal diese Themen alle angreifen und aufgreifen, aber ich fürchte, das wird nicht passieren und deshalb müssen wir, also die Basis, also das Volk selbst muss aufstehen und muss diese Probleme in die Hand nehmen und muss eine Reform herbeiführen, wenn nicht eine Revolution, ja, eine gewaltlose Revolution. Und das versuchen wir eben mit der Gemeinwohllobby und mit unserem also nicht Verfassungsänderung, aber mit unseren Staatszielen, dass wir da unsere Prinzipien, die wir in der Zukunft leben wollen, dass wir die unters Volk bringen und dass wir eine breite Zustimmung bekommen und dann eben diese Dinge durchsetzen können. Ich muss eben dazu sagen, weil es auch die Wahlen angesprochen wurden, in Oberösterreich haben wir ja die Landtags- und die Gemeinderatswahlen und Bürgermeisterwahlen. Und ich bin in meinem Ort Bürgermeisterkandidat am Sonntag. Ja. Und es gibt da zum Beispiel die Gemeinde Zwürnitz in Deutschland, ja, die in dieser Corona-Krise eine Volksversammlung einberufen hat und die den Bürgermeister praktisch unter Druck gesetzt haben und mit einer Mehrheit praktisch überstimmt haben, dass diese Corona-Maßnahmen nicht gelten. Und das ist ein ganz wunderbares Beispiel, dass man von der Basis weg in der Gemeinde, im kleinsten Verwaltungsbereich des Staates, das meiste bewegen kann, das meiste bewegen könnte. Ja? Eine Gemeinde ist im Prinzip ein Staat im Staat. Die Autonomie der Gemeinden ist in der Gemeindeordnung in Österreich zumindest in § 1 der Gemeindeordnung festgeschrieben. Die Gemeinden sollen subsidiär wirklich das, was sie selbst entscheiden können und selbst machen können, auch wirklich machen. Aber das ist leider Gottes im Lauf der Zeit alles verschwunden und die Autonomie der Gemeinden ist leider abhanden gekommen und wir sind nur mehr, die Gemeinden sind nur mehr Befehlsempfänger von den Ländern und vom Bund. Ja. Und diese Dinge wären, ja, würde ich mir wünschen und ich werde das auch machen. Ja. Wenn ich einigermaßen ein Wahlergebnis erzielen kann am Sonntag, dann werde ich Volksversammlungen in der Gemeinde einberufen und versuchen, das Volk und die Bevölkerung wirklich zur Politik aufrufen und selbst wieder die Macht in die Hand nehmen. Dankeschön. Ja, danke schön. Ich weiß jetzt gar nicht, der Herr Leo Wagner hat ja zwischendurch einige Phasen nicht mitbekommen. Es könnte vielleicht sinnvoll sein, dass ich an dieser Stelle noch mal ein paar zusammenfassende Worte mache. Auch der Gesamtablauf, damit der Faden so richtig auch gut aufgreifbar ist.
Und vielleicht noch der kurze Hinweis von mir, von der Technik, von der Aufnahmetechnik. Herr Wagner, auch für Sie gilt, an Ihren rechten Rand des Bildausschnitts ein Stück nach rechts rücken, weil wir, damit wir Sie möglichst groß im Bild haben, müssen alle, die jetzt rechts, also quasi alle ein Stück nach rechts rücken, außer, ja, Frau Grimmenstein braucht das nicht, aber Herr Wagner, beide Herr Wagner müssen ein Stück nach rechts rücken und der Herr Brenn auch vielleicht noch ein Stück nach rechts an den Rand des Ausschnittes. Dann sind sie nämlich dann hinterher vergrößert im Bild und gut im Bild. Ja, genau, so weit wie möglich rechts. Ja, Jürgen Wagner, machen Sie Ihre Zusammenfassung, ne? Ja, danke schön. Nachdem in der ersten Runde Ziele angesprochen wurden, wie Basisdemokratie, Soziokratie, Gemeinwohl, und dass das wirklich eben auch jetzt mal Gültigkeit bekommen müsste, war die zweite Runde geprägt von diesem Durchsetzungsgedanken. Inwiefern kann man das erreichen? Durch Einklagbarkeit oder durch solche Messvorgänge, wie der Herr Dillen das vorschlägt, dass quasi eben das Gemeinwohl garantiert ist, weil von Anfang an eben gemessen wird, auch durch Wohlfühlstimme und so etwas. Was tut letztlich gut? Nicht hinterher nur wird sich beschwert, sondern das wird gleich direkt von Anfang an gemessen. Und in der dritten Runde haben wir jetzt quasi, ich fasse das mal unter dem Begriff, Entsetzen über die Entfremdung gesprochen. Nämlich, dass wir gesehen haben, diese Durchsetzbarkeit ist jedenfalls im Moment nicht da. Und das ist etwas, was richtig lähmend wirkt. Die Frau Grimmenstein wies darauf hin, dass die Politik gar nicht mehr im Alltagsleben der Menschen überhaupt verwurzelt ist, keinen Bezug dazu hat. Der Herr Dillen hat gemeint, dass allein schon sogar in den neuen Parteien immer noch dann der Aufbruch fehlt, alle Meinungen einzuholen. Also dass die freie Argumentekultur zum Beispiel in der Basis Deutschland immer noch auch vernachlässigt ist und man eben nicht sich ganz weit öffnet, um jetzt neue Ansätze zu finden. Er hat auch darauf hingewiesen, dass wir das Problem ja auch mit der Bevölkerung haben, also dass wir repräsentative Wählerstichproben brauchen und dass die Bevölkerung wohl kaum zu mehr bereit ist als, die wollen keine 2 Stunden Politik machen nach Feierabend, sondern die sind vielleicht gerade mal zu haben, für sowas wie die Wohlfühlstimme abzugeben. Und der Herr Bjaksic hat gemeint, dass in der Gesellschaft also eine große Zersplitterung geschieht, und dass wir nicht mehr den Bezug haben, auch zwischen Jungen und Alten, um aus den Fehlern der Alten lernen zu können, dass man nicht immer neue die Fehler wiederholen muss, dass dieses Großfamiliäre nicht da ist und dass quasi an die Stelle dessen eine immer größere soziale Zersplitterung in den Städten auch tritt. Und das erstaunt, weil wir eigentlich genug Wohlstand haben oder ich sage jetzt mal technische Leistungsfähigkeit in der Gesellschaft, dass wir den großen Druck rausnehmen könnten. Aber wir machen es nicht. Also ich habe dieses Problem, was der Herr Bjaksic da beschrieb, da fiel mir das Wort von Gandhi ein, die Welt hat längst genug für aller Menschen Bedürfnisse, aber sie hat nicht genug für aller Menschen Gier. Und ich glaube, es könnte so sein, dass die zersplitterten Menschen einfach nicht so denken, was ist mein richtiger Platz im Ganzen, sondern die wollen einfach die Splitterhaufen möglichst erhöhen, um es mal so auszudrücken. Der Herr Brenn hat dann betont, wichtig noch, der Herr Bjaksic hat auch gesagt, dass die Menschen auch die Politik geprägt sind von, soll man es Korruption nennen oder Sachzwänge? Aber jedenfalls fühlen sich die Menschen auch genötigt, den Zug weiterfahren zu lassen in der alten Richtung, ohne scheinbar überhaupt irgendwie auf ein anderes Gleis kommen zu können. Und das griff der Herr Brenn dann auf, indem er betont hat, wir haben eigentlich aber eine ganz drängende Situation, also wir haben eine riesige Krise, wo eigentlich ein Umbruch nötig wäre, wo die Bildung dafür aber auch schon fehlt und eine Systemlähmung quasi da ist in der Politik, auch dadurch, dass die Politiker durch ihre Politkarrieren quasi schon so gelähmt nur noch die Systemlogik reproduzieren können und meinte, wir brauchen dringend dann eine gewaltfreie Revolution. Das Volk selbst müsse, betonte er optimistisch, hoffe ich mal, das Volk müsste das Heft jetzt in die Hand nehmen, um das zu ändern. Ja, ich füge von mir aus nur mal hinzu, dass ich tatsächlich glaube, wir brauchen wirklich so einen ganz grundlegenden Ansatz, auch im Menschen und in der Bildung, der Persönlichkeits- und Verantwortungsbildung,
fast niemand weiß, dass die Wissenschaft da eine Definition sogar hat, das sogenannte Post-Conventional Level, was wirklich langfristige Verantwortungsfähigkeit des Menschen ausdrückt, aber nirgends im Bildungssystem, aus meiner Sicht auch viel zu wenig noch in den neuen Parteien, wird mit dieser direkten menschlichen Qualität auch gearbeitet oder das in den Blick genommen. Und das könnte sich am ehesten ändern, wenn wir wirklich die echte freie Argumentekultur mit ins Spiel bringen. Und da lade ich gleich zu ein, wer sich mit mir da weiter so richtig in der Diskussion weiter betätigen will. Ich versuche ja, solche freien Argumente-Plattformen auch mit ins Leben zu rufen und lade ein, zum Beispiel zu einem so einem Experimentalforum, Internetforum, www.freie-argumente-kultur.de. Wenn wir nicht über alles nachdenken, finden wir auch nicht die neuen und grundlegenden Auswege, glaube ich. Okay, damit gebe ich an den Herrn Wagner. Ich hoffe, ich habe den Verlauf des bisherigen Talks einigermaßen kurz zusammenfassen können. Ja, dann sage ich einen schönen Dank für die Zusammenfassung und es tut mir leid, dass ich da PC-Probleme gehabt habe, aber ich war noch nie bei so einem Meeting dabei und ich habe da VM-Variante diverses und das funktioniert halt nicht so richtig. Zu dem einen Punkt, wann das Volk aufstehen wird, behaupte ich, zu wissen, zu glauben, wann das sein wird. Da gibt es nur einen Punkt, das sind, wenn die Regale leer sind. Und die kann man auf verschiedene Wege leer machen, mit Blackout, mit Cyberangriff oder irgendwas. Es geht ganz schnell und binnen einer Woche ist das Volk auf der Straße, aber leider halt nicht friedlich dann. Ne? Meine Gedanken, muss ich sagen, warum ich da mitsprechen wollte, ist, drehen Sie darum, es wird keine Regierung zu uns kommen und fragen, wir sind jetzt gescheitert, wer hat ein besseres Modell? Die Macht dazu haben Sie nicht. Es gibt immerhin ein Deep State und diese Leute kennen wir nicht und haben auch nicht gewählt. Darum dreht sich in meinem Kopf eigentlich seit Jahren schon und leider bin ich beruflich sehr in Stress, immer da bin ich nicht, sehr weit kommen wir noch, dass man ein Parallelsystem, ein funktionierendes soziales Parallelsystem aufbauen muss, ganz einfach. Das was vielleicht durch Zufall oder wenn es gerade passt oder in einer Krisenzeit das vorhandene System übernehmen kann, weil man sieht, dass grundlegende Sachen in diesem System funktionieren. Und ich sehe da die Basis, darum bin ich auch Basismitglied von Basis Österreich, ich sehe die auf den besten Ansatz dazu, weil sie eben eine Wurzelbewegung dazu hat, dass diese Leute, das habe ich von Anfang an gesagt, die Leute, die oben am Vorstand sind, dürfen nichts ruinieren können. Es müssen die Entscheidungen für herunten fallen und müssen verpflichtend ausgeführt werden an der obersten Stelle dann. Ja, leider habe ich die anderen Sachen wenig mitgehört oder hat's da und vielleicht kann ich mich anders mal wieder einbringen. Auch. Ja, danke, Herr Wagner. Jetzt wäre wieder Frau Grimmenstein dran, gell? Ja, genau, jetzt ist mein Mikro an. Dann machen wir gleich weiter, denke ich, mit der vierten Runde und Frau Grimmenstein. Ihr Mikrofon. Das ist manchmal schwierig. Ja, also mit dieser Wurzelstimme finde ich eigentlich eine sehr gute Idee. Damit, meiner Meinung nach, könnten wir eigentlich loslegen. Dass wir einfach die Leute fragen, fühlt ihr euch gut betreut oder unter eurer Regierung? Fühlt ihr eure Zukunft gesichert unter eurer Regierung? Also könnte man so ganz kurz ein paar Fragen stellen und damit einfach eine, also sagen wir mal nur spontan, habe ich jetzt nicht so viele Fragen, aber sollte auch auf höchstens auf 2-3 Fragen reduziert werden. Und ich würde sogar einfach auch die Antwort auf Ja, Nein reduzieren. Einfach eine Landesumfrage hier oder hier in Deutschland versuchen, in der bundesweite Umfrage zu machen mit der Basis, weil die Basis war teilweise unheimlich aktiv jetzt in dieser Wahlkampf.
Und ich finde, das könnte man praktisch loslegen. Alleine für Bewusstseinbildung finde ich wichtig. Also ich habe wirklich die Idee, jetzt nach der Bundestagswahl wirklich eventuell so eine breitgelegte Umfrage zu starten, was richtig auf der Straße überall stattfinden könnte. Und die Leute sollten einfach ausfüllen. Ich weiß nicht, ob man persönliche Daten geben sollte bei so einer Umfrage, aber muss man nicht unbedingt, ne? Könnte man als anonym machen, ne? Wie viele Stimmen in dieser Stadt stimmen, fühlen Sie sich wohl unter Ihrem Landesregierung? Wäre eine gute PR-Maßnahme. Ja, danke schön, Frau Grimmenstein. Dann gebe ich weiter an den Herrn Dillen. Ja, da ist noch irgendwo ein Mikro nicht aus. Jetzt, glaube ich. Ja, also, genau das ist es. Ich bringe jetzt noch mal den Gedanken rein, damit wir Kontrolle kriegen über die Politiker. Und das, wie gesagt, wenn wir das nicht knallhart verankern, machen die weiterhin, was sie wollen, zusammen mit den Konzernen und den Lobbyisten und die Pharmakonzerne und Impfkonzerne, die machen dann einfach ihr Geschäft weiter. Die Wohlfühlstimme ist ja einfach nur die Zusammenfassung eigentlich aller unserer Konzepte. Wir können das auch alles ganz anders, aber die Wohlfühlstimme wäre halt die elegante Lösung, weil dann zum Beispiel in einem Bundesland, stellen Sie sich vor, in Baden-Württemberg wäre ein Ministerpräsident und der lässt zum Beispiel Mercedes und die anderen Konzerne alle ihre Abgase weiter rausblasen. Die Menschen, also die Kunden, Mitarbeiter und Anwohner im Lande sozusagen entwickeln sich etwas schlechter gesundheitlich, viele werden krank, geben dann dem Bundeswahlleiter, so soll das ja technisch dann funktionieren, dem Bundeswahlleiter innerhalb von 3 Minuten den Hinweis, sei es über Online-Banking ähnliche Vorgänge oder im Bankterminal oder beim Supermarkt. Überall wird es solche kleinen Terminals, würde es überall geben, wo ich meine Wohlfühlstimme die Änderung mitteilen kann und sagen kann, ja, ich bin jetzt quasi, ja, vergiftet durch Abgase, aber das teile ich gar nicht mit, sondern ich teile nur mit, dass es mir einfach ein Stück schlechter geht als vorher. Na? Und jetzt stellen wir uns vor, in dem Bundesland, jetzt Bayern, sage ich jetzt einfach mal aus Scherz, würde die Regierung hätte quasi Risiken darauf hingewirkt in der Politik, dass es zu wunderbaren Abgasfilteranlagen kommt und die Leute weitaus weniger vergiftet werden, dann wird man einfach feststellen, dass in Bayern die Wohlfühlstimmen eher gleich bleiben, vielleicht sogar ein Tick besser werden, aber auf keinen Fall schlechter werden. Im Durchschnitt über ein paar Millionen Bewohner. Und in Baden-Württemberg würde man feststellen, ja hoppla, da ist, Stuttgart ist ja auch, glaube ich, bekannt für seine Abgase und so weiter, da geht es vielen Menschen schlechter. Und also hat die Landesregierung nicht so gut im Dienste der Menschen gearbeitet. Und wenn das dann in so einer Art Stiftung Warentest, Rangliste ganz transparent und offensichtlich ist für alle Beteiligten und für alle Wähler ist, dann kriegt jede Landesregierung, die eben den Wählern eher schadet, relativ schnell ihre Quittung. Die Wohlfühlstimme würde jetzt bedeuten, dass sie erst nach 4 Jahren die Quittung kriegen würden. Und dann könnte man ja aber auch noch die Vorwahlen Mini-Volksentscheide machen, wo man dann jedes Jahr im Prinzip Regierungen auch zum Abwählen bringen kann. Also quasi immer nach einem Jahr die Möglichkeit, die Regierung abzuwählen, wenn wirklich ganz offensichtlich oder wenn klar ist anhand zum Beispiel der Wohlfühlstimmen, dass sie wirklich das Land abwirtschaften. In jeder Hinsicht, ja, von Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand her abwirtschaften, dann kann man auch kurzfristig, auf jeden Fall kann man technische Lösungen finden, wie man kurzfristig auch Abwahlvorgänge macht. Wie gesagt, wir haben bis jetzt dieses Konzept der Vorwahlen, Mini-Volksentscheide, wo immer nach einem Jahr praktisch dann es potenziell zu Neuwahlen kommen kann, wenn das wirklich dann ein von der repräsentativen Wählerstichprobe eine Mehrheitswille ist. Ja, so viel dazu. Also, ich plädiere noch mal ganz eindrücklich dafür zum Schluss.
wenn wir nicht ganz konkrete Messdinge verankern, kriegen wir diesen Wildwuchs, den wir im Moment haben, nicht mehr in den Griff. Wir müssen wirklich Eckpfeiler, wir müssen regelrechte Anker in den Grund rammen, wir müssen echte Pfeiler einmachen und es ganz messbar machen, dass also jeder Politiker seine Rückmeldung kriegt, schadet er gerade oder nutzt er gerade. Jeder Arzt seine Rückmeldung kriegt, schadet er gerade oder nutzt er gerade seiner Klientel und so weiter. Jeder Supermarktleiter die Rückmeldung kriegt, schadet er oder nutzt er. Und das kann man wirklich ganz einfach schaffen und machen. Und dann kriegen wir ein uns dienendes politisches Volk, Politikervolk, und wir kriegen ein uns dienende Wirtschaft und uns dienende Konzerne. Wir werden die Herrscher und die Konzerne werden unsere Diener und nicht wie bisher umgekehrt. In Deutschland, letzter Gedanke dazu, in Deutschland spielen die ja gerade Schlitten mit uns. Die haben uns ja jetzt einen Impfzwang aufgedrückt, indirekt sozusagen. Also quasi im Moment ist Deutschland eine Diktatur der Pharma- und Impfkonzerne. Es ist einfach so. Und das können wir nur beenden, indem wir deren Leistung und die Leistung der Politiker messen und gnadenlos im Zweifelsfall abstrafen. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich gebe weiter an den Herrn Biaksic. Ja, danke schön. Ja, zur Politik und zur repräsentativen Demokratie möchte ich sagen, es war ja bis vor kurzem nicht so einfach, die direkte Demokratie zu etablieren. Heute können wir Volksentscheide sehr, sehr rasch durchführen, Volksbefragungen sehr rasch durchführen mit den entsprechenden Tools. Bis jetzt ist es ja so, dass die Politik nicht wirklich Änderungswünsche hat, weil sie ja ihr Programm ist wahlstimmenorientiert. Das heißt, um an der Macht zu bleiben, orientiert man sich an dem, was die meisten Wählerstimmen bringt. Das heißt, es wird da weder Ökonomie berücksichtigt, es sei denn, die Industrie drängt darauf, noch irgendwelche besondere Vorteile für die Bevölkerung, sondern die Kriterien sind Wahlstimmen. Und das ist das, was wir ändern müssen. Und das wird sich von oben nie ändern, weil zusätzlich zu dieser Wählerstimmenorientierung kommt dann auch noch der Druck der Industrie, wie man ja jetzt sieht, was da jetzt mit den Impfungen ist. Wir haben in Österreich genau das Gleiche. Es wird immer betont, es gibt keine Impfpflicht, aber die Leute werden reihenweise rausgeschmissen, weil sie sich nicht impfen lassen. Der Druck ist immens hoch. Wenn sie unkündbar sind, werden sie ins Besenkammerl versetzt. Also sie werden schikaniert, sie werden gemobbt. Das ist ganz unglaublich, was sich da abspielt. Also ich hätte nie gedacht, dass sich in unserer westlichen zivilisierten Welt etwas abspielt, was wir eigentlich nur aus dem finstersten Mittelalter kennen. Zur Zukunft möchte ich sagen, die Nachhaltigkeit ist ja auch eine sehr wichtige Forderung der Basis in Deutschland und in Österreich. Diese Nachhaltigkeit, meine ich, sollten wir nicht nur kurzfristig beachten, sondern unsere Politik sollte auf mindestens 100 Jahre ausgerichtet sein. Das heißt, wir sollten uns überlegen, welche Maßnahmen auch hinsichtlich der Population wirken sich wie aus in 20 Jahren, in 30, in 50 Jahren und in 100 Jahren. Wenn wir Ressourcen gebrauchen und verbrauchen, wie wirkt sich das in 20, 30 und 50 Jahren? Das geschieht derzeit überhaupt nicht. Es gibt zwar Zukunftsforscher, die dann ihre Vorstellungen ein bisschen darstellen, aber das ist nicht ausreichend. Das heißt, wir müssen sehr viel stärker zukunftsorientierter sein, um eventuelle Gefahren rechtzeitig zu erkennen und schon heute. Wir stehen ja in der Verantwortung für unsere Nachkommen. Wir wollen, es geschieht zwar jetzt derzeit eine, ich muss sagen, Ausrottung der Menschheit, aber wir wollen ja eigentlich unseren Nachkommen verantwortlich sein und für unsere Nachkommen eine gute Welt hinterlassen. Wie ich dieses Realisieren der Wohlfühlenstimme mir vorstelle, sage ich auch jetzt schnell hinzu, ich kann mir im derzeitigen System nur vorstellen, mit einer Mehrheit Änderungen herbeizuführen. Die Wohlfühlstimme als Kriterium,
Und als Bewertungselement kann ich mir schon vorstellen, dass wir zu den Menschen gehen und sagen, bitte kommt her und bewertet eure Politiker, bewertet eure Regierungen und eure Kommunen, eure kommunalen Leitungen, damit die sich an euch orientieren können. Ich glaube, dass das Volk dann, dass die Menschen dann sagen, ja, das ist eine gute Idee, wir können ja unsere Stimmung zum Ausdruck bringen. Und auf diese Weise, aus kleinen Zellen heraus, könnten wir das etablieren. Und der Druck wird dann vom Volk her sehr groß werden, wenn eine Regierung oder wenn eine kommunale Führung negative Bewertungen, viele negative Bewertungen bekommt. Und dann wird das Publikum, es wird dann zum Gesprächsstoff und ich glaube, dass das die Politiker nicht gern sehen würden. Das heißt, auf diese Weise könnten wir das auch etablieren, ohne sofort eine Mehrheit zu haben, weil die Mehrheit, die haben wir vielleicht, wenn es in Deutschland so weitergeht und wenn die Progression so zunimmt, sind die Deutschen in 3 Jahren die Mehrheit im Bundestag. Aber das ist nicht in Stein gemeißelt. Das heißt, wir müssen in Zukunft mit kleinen Schritten, also die Politik der kleinen Schritte verfolgen. Das, was realistisch ist und was möglich ist, das sollten wir im Kleinen etablieren. Und viele, viele kleine Zellen könnten die Wohlfühlstimme realisieren. Ich habe darüber nachgedacht in ruhigen Stunden und ich schätze das so ein, dass das eine gute Option ist. Dankeschön. Ja, ganz herzlichen Dank. Dann gebe ich an den Herrn Brenn weiter. Ja, danke. Johann hat jetzt vorhin ja die repräsentative Politik angesprochen, die wir heute haben, ja, und die Parteipolitik an sich würde ich sowieso in Frage stellen. Die Parteipolitik ist ja etwas, was die Gesellschaft, die Bevölkerung von Haus aus spaltet, ja, und nicht gemeinsam vorgehen lässt. Also das ist ja eigentlich unsinnig und verbraucht unnötige Energien. Und wenn ich jetzt zurückkomme auf unsere Forderung, dass wir Staatsziele über die Verfassung setzen und diese Staatsziele verfolgen, dann brauche ich keine Parteien mehr, die für irgendwelche Programme sich die Köpfe zerbrechen und für irgendwelche Systeme sich einsetzen, sondern dann habe ich das Ziel vor mir und das ist zu verfolgen und es geht eben dann letztendlich nur darum, diese Erreichung der Ziele zu kontrollieren und zu messen, ja, wie der Herr Dillon richtig sagt, ja, wir brauchen Pfeiler und wir brauchen messbare Kriterien, die dann diese Maßnahmen und diese Gesetze entsprechend dem Gemeinwohl auch definieren lassen. Ja? Dass wir wirklich sicher sind, dass dann langfristig und nachhaltig für unsere Gesellschaft gute Entscheidungen sind. Ja, ich würde die Parteipolitik nach Möglichkeit abschaffen. Ja? Das wäre mein Ziel und meine Forderung eigentlich, ja. Weil das unnötig ist und die Gesellschaft spaltet. Danke. Okay, danke schön. Dann gebe ich an den Herrn Wagner. Mikrofon. Ja, Parteipolitik abschaffen, bin ich auch dafür, ist eine gute Idee, ist ja auch automatisch in einer Wurzelbewegung, wo die oberste Spitze nur ausführendes Organ ist, ist ja dann die Partei eliminiert, weil die müssen ja dann so handeln. Da brauche ich dann auch keine verschiedenen Parteien, die am Wähler stimmen werden. Ne? Herr Dillon, diese Wohlfühlstimme ist eine wunderbare Sache. Ich würde sagen, warum probiert man es nicht auf einer Internetseite, dass man das testet? Klar, es ist in erster Linie Softwareprogrammierung. Und wenn diese steht, dann kann man sie in kleinen Rahmen einmal ins Testen anfangen, oder? Ja,
Naja, das wäre zu machen. Da kann ich ja gleich dann auch noch mal nachher drauf eingehen, ja. Ja, ist das schon Ihr Beitrag in dieser Runde gewesen, Herr Wagner? Jo, bitte sagen, jo. Okay. Dann versuche ich mal, das wieder zusammenzufassen. Also es begann mit der Vorstellung, wir brauchen Parallelgesellschaften, weil alles andere im System droht untergebuttert zu werden durch Deep State und was weiß ich für Machteinflüsse, die das verhindern, dass man da wirklich was verändert. Dann ist es so, dass die Frau Grimmenstein auch meinte, was in der Runde mehrfach dann vorkam, man könnte doch mit der Wohlfühlstimme gleich anfangen, möglichst vereinfacht, mit nicht zu komplizierten Fragen und Ja-Nein-Mechanismen. Der Herr Dillen betonte, dass wir eben auf jeden Fall ohne solche knallharten Maßnahmen mit ganz konkret messbaren Größen kaum eine Chance haben, weil die Mächtigen und Lobbyisten ansonsten einfach weitermachen, also sich darüber hinwegsetzen. Er meint, die Wohlfühlstimme ist das Eleganteste, wenn man es auch verknüpft damit, dass die Politiker wirklich durch Abwahlmechanismen bedroht sind, sag ich mal, wenn sie eben nicht im Sinne dieses Wohls der Menschen funktionieren. Und der Herr Bjaksic betonte, dass obwohl wir technisch ja schon manche Möglichkeiten haben für Volksbefragungen und so weiter, die Politik davon gar keinen Gebrauch macht, weil sie sich etabliert hat, damit einfach nach Wählerstimmen zu gucken und dass da eine ganz üble Atmosphäre ist, jetzt auch was die Impfpflicht und sowas angeht, mit finstersten mittelalterlichen Mobbing-Atmosphären. Während wir jetzt dringend den Umschwung ja bräuchten, dass die Politik langfristig verantwortlich sein müsste, auf 100 Jahre ausgerichtet sein sollte und wo er meint, da fehlen die Konzepte auch bei den Zukunftsforschern. Wir stehen vor der Ausrottung der Menschheit und es tut sich nichts, dass da wirklich bahnbrechende Konzepte mal entwickelt würden. Er meint, eine Änderung sei eigentlich ja nur, wie es aussieht, mit einer Mehrheit denkbar, aber es gäbe vielleicht wirklich hilfreiche Zwischenwirkungen mit der Wohlfühlstimme als Druckverstärker und dass wir da kleine Zellen bilden, die mit so etwas wie der Wohlfühlstimme schon quasi anfangen, ein Gegengewicht aufzubauen. Und da meinte der Herr Brenn, dass die Staatsziele vielleicht, die Vorstellung solcher Staatsziele, eine abkürzende Fokussierung für die Menschen und die Gesellschaft sein könnte, statt der Parteien mit ihren verkomplizierenden und gesellschaftsspaltenden Programmen. Also dass es da so eine Abkürzungswirkung, Fokussierungswirkung vielleicht geben könnte. Und der Herr Wagner bestätigte auch, wie ja manche andere zuvor, dass man mit solchen Mitteln arbeiten müsste wie der Wohlfühlstimme und dass es aber ganz wichtig wäre, dass das direkt und greifbar vielleicht irgendwie auch geschieht. Also dass man anfängt, da Experimente laufen zu lassen, an denen man auch ablesen kann, wie diese Wirksamkeit zustande kommen kann. Ich möchte von mir aus vielleicht hinzufügen, dass ich glaube, das eine ist eben wirklich der Versuch, Parallelgesellschaft im Sinne paralleler Durchsetzungsmechanismen zu schaffen, wie das mit solchen Experimenten mit der Wohlfühlstimme vielleicht dann schon laufen kann, dass die Politik sieht, sie kann nicht einfach nur alle 4 Jahre wählen lassen. Die Menschen organisieren sich selbst und machen ihre Orientierung sichtbar. Also was sie da als Eigenorientierung aus der Bevölkerung entstehen lassen. Das wäre also eine parallele Durchsetzungsstruktur. Und ich glaube, ohne so eine parallele Durchsetzungsstruktur, ja, ist die bestehende Durchsetzungsstruktur wie Beton. Und eine Hilfestellung dabei kann vielleicht tatsächlich auch sein, dass wir solche kleinen Zellen bilden. Und da haben wir ja auch, also der Herr Dillen und ich und ein paar andere, ja auch schon überlegt, dass da so eine Brückenfunktion sein könnte. Also wenn sich jetzt Menschen zusammentun, die Wohlfühlstimme experimentieren, zum Beispiel um einen Arzt herum, also sowas wie Hausarztkommunen bilden, wo das mit der Wohlfühlstimme ja besonders wirksam auch praktiziert werden kann, dass das wirklich einerseits in die Gesellschaft herein so eine Selbstformierung der Menschen darstellen kann, womit sie besser durchsetzungsfähig werden oder überhaupt erstmal als durchsetzungsfähig vielleicht auftreten. Und es könnte vielleicht gleichzeitig eben auch ja attraktive Zielfunktionen vor Augen stellen,
wie dass es eigentlich glücklicher ist, wenn man eben nicht in so einer zersplitterten Gesellschaft lebt, sondern in einer wieder zusammengewachsenen Kommune. Wo der Herr Dillen und ich ja gleichzeitig auch mit Annoncen dafür arbeiten, dass wir den Menschen sagen, ja, schlagt doch auch schon mal den Weg der Wahl mit den Füßen ein, dass ihr euch überlegt, was wäre denn eure glücklichste Lebensform und versucht da vielleicht auch Modelle zu schaffen. Okay, ich würde sagen, wir können ja vielleicht schauen, also viel hat sich in den letzten Runden um die Frage gedreht, also ich sag's mal flapsig, haben wir denn überhaupt noch eine Chance und wie müssen wir unsere Durchsetzungsmechanismen durchschlagsfähig werden lassen, damit das am ehesten passieren kann. Also vielleicht ist der Faden, der uns da sehr stark beschäftigt, einer, wo noch was weiterverfolgt werden könnte oder sollte. Ich gebe mal an die Frau Grimmenstein. Ja, endlich. Ja, also diese Wohlfühlstimme finde ich eigentlich eine gute Idee. Alleine schon gute PR-Maßnahme für den Gesellschaftsvertrag. Ne? Und ich würde auch bei dieser Sache praktisch mit dieser Wohlfühlstimme jetzt irgendwie ein bisschen Schluss machen langsam. Weil wir sind eigentlich an einem ziemlich guten Punkt gelandet. Ja, da könnten wir eine gute, also ich würde mit dem Herrn Brennmich vielleicht zusammentun und irgendetwas entwerfen, und um diese Aktion wirklich nach der Bundestagswahl bald zu starten. Also ich habe dafür jetzt definitiv konkrete Idee. Das sollen wir schon starten. Gerade weil wir werden bestimmt bei dieser Bundestagswahl keine klare Ergebnisse bekommen. Davon gehe ich aus. Und das wird also praktisch die nächste Woche und die nächste Zeit auch in Österreich, auch in Deutschland sind so viel Wirrwarr, dass wir müssen versuchen, für die Leute einen Lichtblick zu schaffen. Und da sehe ich eine definitive Möglichkeit mit dieser Aktion. Das ist eine so eine breit. Und die Basis wird auch praktisch freie Kapazitäten nach der Bundestagswahl und in der österreichischen Wahlen haben, das sollten wir ausnutzen. Und das sollten wir wirklich definitiv, damit könnten wir viel Wind erzeugen. Viel Wind erzeugen, dass die Leute ihre Meinung äußern, wie sie sich überhaupt in diesem System sich wohlfühlen. Alles klar, Dankeschön, Frau Grimmenstein. Ich gebe an den Herrn Dillen. Ja, ich habe Sie, Frau Grimmenstein, jetzt verstanden, dass es auch so Ihr Wunsch war, dass wir jetzt quasi die letzte Runde machen im Moment, ja, dass wir den letzten Durchgang, weil sonst ja auch zu spät wird, ja. Gut, dann mache ich mal meinen letzten Beitrag. Und zwar, ja, das ist ein hochinteressanter Gedanke, dass wir vielleicht die Wohlfühlstimme schon benutzen könnten, bevor wir die Mehrheit im Lande haben. Aber erstmal muss ich dazu sagen, erstmal müssen wir uns alle klar sein, dass mich als Wähler, ich als Mensch, wenn man einmal die Wohlfühlstimme richtig verstanden hat, und das ist ja nicht immer ganz leicht, dann ist es so, dass ich bin so begeistert von der Idee, dass quasi mein Arzt sich darum kümmern muss, dass es mir besser geht im Leben. Und nicht mir möglichst viele Impfungen, Bestrahlungen, Masken, Chemotherapien, Antibiotika und so Operationen verkaufen muss, dass ich also quasi mit meiner Wohlfühlstimme, dass ich wirklich nur sage, wie es mir geht. Also nur dem Bundeswahlleiter im Prinzip mitteile, es geht mir jetzt einen Tick schlechter als vorher, es geht mir jetzt einen Tick besser als vorher. Und nur diese Veränderung mitteile. Eigentlich braucht es nur diese kleine Veränderungsmeldung. Und das summiert sich über Millionen von Menschen oder beim Arzt, bei 2000 Menschen oder 1000 Menschen, die Kunden dieses Arztes sind, sozusagen, summiert sich das, ja? Und man sieht dann ganz deutlich, dieser Arzt fördert offensichtlich Wohlfühlen, der andere Arzt macht die Leute eher zu chronisch Kranken und verschlechtert eher das Wohlfühlen. Und also einerseits sage ich,
die Basis sollte versuchen, mit solchen klaren Konzepten wie der Wohlfühlstimme wirklich möglichst schnell wirklich eine große Mehrheit der Wähler zu gewinnen dafür. Es reicht ja schon, wenn ein gewisser Prozentsatz, in Deutschland kann man ja schon Kanzler stellen mit 24% im Moment, ne? Also, und außerdem kann man auch mit 12% schon riesigen Einfluss in der Koalition nehmen, ja, und kann dann die Politik vielleicht wirklich insgesamt überzeugen, dass auch die Wohlfühlstimme für alle Beteiligten besser ist, ja. Und aber eben die Idee ist natürlich faszinierend, zu probieren, die Wohlfühlstimme schon vorher anzuwenden. Aber das ist ein neuer, interessanter Gedanke. Aber da muss man sich klar sein, das ist immer, einerseits müssen wir gucken, dass es dann auch wirklich eine repräsentative Wählerstichprobe ist, die dann auch die Wohlfühlstimmen abgibt und nicht nur eine parteiische Sichtweise. Ja, stellen wir uns vor, dass nur bestimmte Leute, die eine bestimmte Sichtweise haben, ihre Wohlfühlstimmen abgeben, dann könnte es doch zu gewissen Verzerrungen kommen, weil zum Beispiel, wenn jemand die Regierung grundsätzlich ablehnt, zum Beispiel, kommt er vielleicht auch zu einem anderen Ergebnis bei dem Blick auf sein eigenes Wohlfühlen, ja, als andere. Und deswegen müsste eigentlich immer einen wirklichen Querschnitt der Bevölkerung dann auch bei so einem Wohlstimmenmechanismus sozusagen sein Wohlfühlen mitteilen. Und ob man da wirklich breit genügende repräsentative Wählerstichproben für gewinnt, ist eine schwierige Frage. Aber ich finde den Gedanken hochinteressant. Also ob man von dem Ideal ausgehend, der Bundeswahlleiter empfängt unsere Wohlfühlstimme, unsere Änderungen, geht mir einen Tick schlechter, geht mir einen Tick besser und wertet das aus statistisch und misst damit zum Beispiel die Leistung der Landesregierung und so weiter. Und das wird transparent, ist ständig öffentlich, alle sehen das, alle kriegen das mit, dass wir das versuchen könnten, ob wir das schon vor dem großen Wahlerfolg schon irgendwie praktizieren könnten, ist ein hochinteressanter Gedanke. Wir hatten das mal gehabt, als letzter Gedanke noch dazu. Wir hatten mal sowas gehabt wie Biohandel. Es gibt so Händler, die liefern Bioprodukte und da hätte man zum Beispiel mit der Wohlfühlstimme auch messen können, wie sich die Kunden dieser verschiedenen Biolieferanten gesundheitlich entwickeln, vom Wohlfühlen her entwickeln. Und dann würde man sehen, aha, dieser Biolieferant liefert einfach wirklich gesundheitsförderlichere Nahrung als der andere. Und so könnte man dann die Verdienstzuschüsse daran aufhängen. Ja, ja, und das ist ja auch bei der Gemeinwohlökonomie von Christian Felber Steuervorteile und Steuernachteile. Ja, immer wirklich Konsequenzen muss die Sache haben. Es darf nicht konsequenzenlos bleiben. Im Moment ist die Vergiftung der Weltbevölkerung mit Zuckerprodukten bleibt straffrei im Moment. Und das darf nicht sein. Es bleibt sanktionsfrei. Ja, ich muss weitergeben. Aber das ist so mein Beitrag, wirklich darüber nachzudenken. Klares Messen, klare Sanktionen, positive Sanktionen, negative Sanktionen, Steuervorteile, Steuernachteile, Verdienstzuschüsse, Verdienstabzüge bei den Verdienstzuschüssen. Und damit kann man alles lenken. Damit kann man den ganzen Staat lenken zu unserem Wohl. Übrigens auch die Medien. Ja, ganz herzlichen Dank. Dann gebe ich an den Herrn Bjaksic. Dankeschön für das Mikrofon. Also ich bin einigermaßen beeindruckt von dem heutigen Abend. Es ist immerhin eine Idee geboren worden, die der Leo Wagner dann präzisiert hat. Der Siegfried Brenn hat das in seinem Bereich schon angekündigt. Wenn er die Möglichkeit hat, etwas zu realisieren, dann wird er das tun. Die Marianne hat uns gemeinsam mit der Basis angeraten, dass wir in dieser Richtung tätig werden. Und die Grundidee kommt von Herrn Theilen. Also ich finde das klasse. Wir könnten uns jetzt alle Gedanken machen, auf welche Weise wir das realisieren. In meinem Kopf habe ich schon einige vorsichtige, unscharfe Möglichkeiten. So wie du, Leo, wie du das jetzt angestoßen hast, dass wir eine Webseite machen, wo wir dafür werben, dass die Leute ihre
ihre Meinung kundtun und dann sehen können, gleich in einer Auswertung, wie verschiedene Dinge beurteilt werden. Die Themen, die dabei gefragt werden oder die Firmen, die gefragt werden, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie wir das jetzt realisieren können, muss ich meinen Sohn fragen, der ist Programmierer, vielleicht könnte er uns da etwas machen. Und auf welche Weise wir repräsentative Querschnitte und Ergebnisse bekommen, ist mir überhaupt ganz schleierhaft. Du hast vollkommen recht, lieber Dylan, du hast recht. Wir können nicht nur unser Klientel befragen, das ja ohnehin in eine Richtung unterwegs ist und wirklich nicht wiedergibt, was sich im Volk an Grundhaltung ergibt, sondern wir brauchen eine Möglichkeit, repräsentative Mengen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir Bereiche definieren können und dann sagen zum Beispiel vielleicht Altersklassen, wir brauchen Abstimmende, wir brauchen, sagen wir, pro 100 Junge bis 20 brauchen wir 100 von 20 bis 30 und 100 von 30 bis 40 und dann wäre die Abstimmung schon voll und dann hätten wir zumindest einen Altersquerschnitt. Das wäre auch eine Möglichkeit. Und wie wir das filtern können, das vielleicht ein ganz kleiner Tipp dazu. Die Basis Deutschland beauftragt im Moment immer das Institut INSA zum Beispiel. Also die könnten mit ihren 500.000 Euro Monatsbeiträgen jeden Monat, könnten die sich viele repräsentative Wählerstichproben von Allensbach und all diesen großen Instituten zusammenstellen lassen und dann die Leute wirklich zum Beispiel Wohlfühlstimmen abgeben lassen. Noch ein Hinweis, ein Irrtum, vor dem muss ich warnen. Es geht nicht darum, etwas zu bewerten, sondern nur zu sagen in der Wohlfühlstimme, wie geht's mir wirklich? Ja, es geht nicht darum, einen Arzt zu bewerten, sondern einfach nur zu sagen, wie es mir geht. Und dann macht man die Auswertung, die statistische Auswertung, bezieht das dann auf den Arzt sozusagen. Rechnet aus, wie sich die Kunden dieses Arztes im Vergleich mit einem anderen Arzt entwickeln. Aber die Leute sollen nicht versuchen zu bewerten, sondern einfach nur sagen, wie geht's mir denn wirklich? Ja, geht's mir jetzt einen Tick schlechter als vor 3 Wochen? Geht's mir einen Tick besser als vor 2 Wochen? Ja, also diese Veränderungsmeldung. Und wie gesagt, die Basis, die hat in Deutschland durch diese vielen Mitglieder, hat sie diese Riesenchance. Sie könnte jetzt perfekt mit repräsentativen Wählerstichproben arbeiten und könnte dann wirklich einen Querschnitt bringen. Könnte dann auch wirklich sowas wie das Wohlfühlen, die Wohlfühlreaktion der Menschen, repräsentative Wählerstichproben in allen 16 Bundesländern miteinander vergleichen. Und dann könnte man sehen, aha, die eine Regierung tut dem einen tut besser den Menschen als die andere und so weiter. Und dann hätten die Wähler schon mal eine Vorstellung, was das werden könnte, wenn die Wählerwohlfühlstimme dann wirklich eine Wahlstimme wird. Okay, danke. Wir müssen das ein wenig sacken lassen und realisieren. Ja, so habe ich es auch verstanden. Das heißt, die Auswertung ist dann Sache eines sehr, sehr guten Statistikers, der die Relationen zueinander und die Zuordnungen, die Verbindungen aufzeigen kann, ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank. Dann gebe ich an den Herrn Brenn. Ja, danke. Ja, also ich denke auch, dass das ein gangbarer Weg ist und ein zusätzlicher Faktor sein kann, dass man das Bewusstsein der Menschen ganz einfach schärft und in die Gemeinwohlrichtung fokussiert. Mein persönlicher Beitrag, wie ich eingangs schon gesagt habe, als Kommunalpolitiker, wird eben sein, dass ich die Regionalität, ja, die Organisation in der Region, jetzt nicht nur in der Gemeinde, schon gemeindeübergreifend, dass man sich da besser organisiert und dass man diesen Gemeinwohlgedanken in der Region im Kleinen einmal zu leben beginnt und schaut, dass man über Volksversammlungen das Bewusstsein, also was ja das Wichtigste ist, dass man die Leute einmal dort abholt, wo sie sind und das Bewusstsein denen gibt, wo wir, was im Argen ist und was wir ändern müssen, damit wir nachhaltig für unsere
Kinder unsere Erde hinterlassen können. Wir haben im Zuge der Homepage Revitalisierung haben wir einen Leitsatz entwickelt, der heißt, jede unserer Handlungen und jedes Gesetz ist immer auf das Wohle allen Lebens ausgerichtet. Und im Prinzip sagt das alles. Ja, also wenn wir alles nach dem Wohle des Lebens ausrichten, dann ist es erledigt. Ja. Und da braucht man eben, wie der Herr Dillon sagt und der Johann, dass wir diese Messkriterien definieren und dann eben entscheiden können, ist das jetzt wirklich zum Wohle allen Lebens oder nicht. Und das, glaube ich, ist der ganz wichtige Faktor. Also erstens die regionale Entwicklung, dass wir im Kleinen jetzt uns organisieren und das umsetzen zu versuchen, dass das Gemeinwohl für alle möglich ist. Ja? Und das wünsche ich mir und dafür setze ich mich ein. Und ich danke für das heutige Forum und für diese Beiträge, die ihr gebracht habt. Dankeschön. Ja, ganz herzlichen Dank. Dann der Herr Wagner. Ja, am Anfang zu der Frage, ob diese Systeme überhaupt durchsetzbar sind, da muss ich mal einen kleinen Sarkasmus einbringen, wenn man mich fragt. Ich sage, auf einer Skala von 0 bis 100 haben wir genau minus 10 Chance, dass wir die Sachen durchbringen. Aber vielleicht macht es das interessant. Wir haben einen riesengroßen Vorteil. Wir können gar nicht so schlecht arbeiten, dass wir noch besser sind wie das System jetzt. Und wir können auch noch mehr kaputt machen. Nicht? Und vielleicht auch noch zum letzten, was wir besprochen haben. Vielleicht aber, Herr Wagner, nur ein Hinweis nochmal von mir. Damit eine Partei aber wirklich gewählt wird, und es ist ja extrem schwer, über die 5% zu kommen, weil man ja überall nicht beachtet wird, muss man wirklich was brillant Gutes haben. Und ich fasse nochmal zusammen. Wir können alles andere auch, wir können alle Probleme auch lösen ohne die Wohlfühlstimme. Aber die Wohlfühlstimme, die erlebe ich selbst als Mensch, als so eine Art Passepartout, einen Schlüssel für alles. Das wäre so eine elegante Lösung, mit der wir wirklich alle in unseren Dienst bringen, dass die Menschen wieder das Sagen bekommen und Politik muss uns dienen, Wirtschaft muss uns dienen, Konzerne muss uns dienen und Lobbyismus verschwindet. Ne? Das ist halt eine elegante Lösung. Aber wir können es übrigens auch alles ohne die Wohlfühlstimme machen. Aber Herr Wagner, der Gedanke ist, die Basis, wenn sie richtig erfolgreich werden will, muss sie eben ein brillantes Konzept anbieten, damit sie überhaupt dann den Sprung schafft über die 5%. Ja? Ja, das glaube ich sehr wohl. Ja. Wobei es nicht einmal sein muss, dass man jetzt in erster Linie schon über die 5% kommt. Man muss sie untereinander mal kennenlernen und wirklich Programme ausarbeiten und Systeme entwickeln. Das ist das Wichtigste, glaube ich, weil ich habe Erfahrung mit 2008 war das, mit Rettet Österreich. Da waren wir eine Gruppe von 50 Leuten circa, die was österreichweit angetreten sind bei der Nationaltrotswahl. Wir haben circa 3,7% bekommen, weil wir die Kronenzeitung auf unserer Seite gehabt haben. Das ist sehr wichtig, große Zeitungen. Aber ab dem Zeitpunkt, wo es geheißen hat, wir kommen nicht in den Nationalrat, ist die blitzartig zerfallen, die ganze Gemeinschaft. Also da war schade um das viele Arbeit, was wir sich da getan haben eigentlich. Ne? Man hat sie nicht kennengelernt im Vorhinein und es waren auch sehr viele Leute dabei, die was halt nur an Macht oder irgendwas interessiert waren. Und darum glaube ich, man muss das auf Jahre aufbauen, das ist aber der Basis in Österreich so, glaube ich. Und zur Wohlfühlstimme auch noch. Die ist ein Prototyp mehr meines Erachtens, ist ja eine super Sache, aber ich weiß das von Maschinen, wenn man einen Prototyp hat und man tut den nur so gut durchingenieren, bei der Inbetriebnahme kommt man auf ganz gravierende Sachen oft drauf. Und so kann es da auch sein, darum würde ich sagen, führt man es früh genug ein, dass man eventuell Fehler abändern kann oder ausbessern kann vielleicht auch. Jo. Und vielleicht auch noch ein Spruch, den was ich immer gern nehme, von Mussolini. Der Mussolini, der hat wissen müssen, der hat damals schon gesagt, wenn die Wirtschaft die Politik übernimmt, dann herrscht Faschismus. Und genau das zusammen hat.
Ja, vielleicht darf ich noch eine kurze Anmerkung machen, ganz kurz noch, weil gerade auch angesprochen wurde, noch Ideen entwickeln und Programm entwickeln. Sie dürfen hier, da diese Partei will ja gar nicht erfolgreich sein, die Partei des Gemeinwohls, sondern sie wünscht sich, dass die Basis ihr möglichst viel Inspiration aus diesem langen, langen Programm, wo wirklich ganz viele Dinge angesprochen werden. Das dürfen sie alles, kriegen sie alles geschenkt, weil die Partei des Gemeinwohls will ja nichts erreichen. Sie will, dass die Basis Deutschland das macht und die Basis Österreich das machen. Holen Sie sich da Inspiration, so viel Sie wollen, ja, zum Beispiel hier auch auf der zweiten Seite, Programmideen und Sie brauchen nur Google, bei Google eingeben, Partei des Gemeinwohls PDG. Mehr brauchen Sie nicht bei Google eingeben. Partei des Gemeinwohls PDG, jedenfalls in Deutschland, findet das Google jetzt, ja. Und hier, Sie sehen es, was für eine Massen an Inspirationen und Texten für Wahlprogrammideen und so weiter und alles, natürlich immer wieder auch die Idee der Wohlfühlstimme, aber auch, wie man das sonst noch, der Grundgedanke, was Gemeinwohlgesellschaft und Gemeinwohl Wirtschaft bedeutet, ja. Klauen Sie davon bitte gerne alles, ja. Denn die Basis Deutschland hat eine Riesenchance. 31.000 Mitglieder, über 500.000 Euro Monatsetat, repräsentative Wählerstichproben können beliebig finanziert werden. Das ist eine Riesenchance. Damit könnte man unendlich viel machen. Ich weiß dann nicht, wie viel die Österreicher jetzt Mitglieder haben, aber auf jeden Fall die Basis Deutschland hat so einen Riesenetat und da könnte man so viel erreichen, ne? So viel machen. Ja, danke schön. Dann fasse ich abschließend zusammen. Also abgesehen davon, dass es nicht nur diesen Aspekt gibt, wie der Herr Dillen jetzt gerade gesagt hat, man kann viele andere Aspekte auch noch prüfen. Wie da vielleicht irgendwie eine so attraktive Idee bei rauskommen kann, dass es wirklich eine bahnbrechende Aufbruchstimmung erzeugen kann. Aber wir hatten einen sehr spannenden Aspekt jetzt, eine neue interessante Idee, dass die Wohlfühlstimme, die bisher als ein politisches Mittel gedacht ist, wenn die Mehrheit erlangt wäre und man kann die große Politik machen, dass diese Wohlfühlstimme auch direkt sozusagen als Durchsetzungsmittel auf an der anderen Art praktiziert werden könnte, durch Experimente damit, kombiniert, wie der Herr Dillen gesagt hat, am besten und auch einige andere gesagt haben, nicht nur damit, dass man in der eigenen Partei, also in der eigenen Interessensgruppe dazu Abstimmungen macht, sondern repräsentative Wählerstichproben herbeiführt, was Parteien wie die Basis auch durch ihre Wählerschaft, also jetzt die Mitglieder und die finanziellen Mittel durchaus machen könnten, auch mit dementsprechenden Instituten, Meinungsinstituten. Und was ich noch sehr spannend finde, also die Idee war jetzt, dass man das schon gleich auch auf Deutschland ein Stück weit bezieht, also mit dem Bundeswahlleiter und einer Statistik und so weiter. Vielleicht kann man das auch nochmal in verschiedenen Schienen sich vorstellen. Also das eine, Experimente mit der Wohlfühlstimme zu machen, bezogen auf ganz Deutschland oder Österreich. Aber vielleicht auch, wir hatten zwischendurch ja den Gedanken der kleinen Zellen. Und ich erinnere mich da, dass es sowas gab, früher schon mal das Wunder von Wörl oder wie es hieß, dass also Geld, was von Zins befreit ist und vergänglich wäre, dass das in einer Stadt mal ausprobiert wurde und es war so gut, dass die Herrschenden gleich eingeschritten sind und es abgewürgt haben. Also warum sollte mit der Wohlfühlstimme nicht ein Wunder von Köln oder wo der Herr Brenn dann jetzt vielleicht Bürgermeister wird, ein Wunder von dieser Stadt ausprobiert werden? Was ohne gleich die ganze Skala, die landesweite Skala zu umfassen, vielleicht da auch schon als Experiment eine Auslöserwirkung haben kann, ja, die Lunte anzünden kann oder die was zum Knacken bringen kann, was wir ja unbedingt brauchen, wenn wir nicht, wie der Herr Wagner ja deutlich gemacht hat, völlig versinken wollen in der Aussichtslosigkeit, da noch was umbrechen zu können. Da müssen wir bestimmt mit aller Fantasie jetzt drangehen, dann, wie wir vielleicht mit solchen Ideen, auch gerade der Idee der Wohlfühlstimme, experimental Ordnungen schaffen können. Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich für den Abend und die äußerst spannenden Beiträge und die Gedankenentwicklung, die Ideenentwicklung und hoffe, dass sich da viel konstruktives Weiterwirken über die Sendung hinaus daraus entwickeln kann. Ganz herzlichen Dank. Ja,
Dann wünschen wir einen schönen Abend und vielleicht, wenn Sie noch einen Moment dranbleiben, ich schalte nur die Maschine ab. Herr Wagner, war das auch schon Ihr Verabschiedungswort, ja? Ja, ich habe ja schon gesagt, wer mit mir noch alle möglichen Aspekte weiterverfolgen will, herzlich gerne in diesem Freie-Argumente-Forum. Und ich glaube tatsächlich, dass da eine große Koalition jetzt mal entstehen könnte für solche Experimente, dass wir sagen, man muss uns den Raum geben, um Experimente machen zu können. Und da kann sich ja wirklich alles verbinden. Da kann sich der Weltrat verbinden, dessen Sprecher der Herr Dillen ist. Da kann sich die Partei des Gemeinwohls mit verbinden. Da kann sich die Kommunebewegung mit verbinden, für die ich ja sehr stark einstehe. Da kann sich die Basis und die verfassunggebende Versammlung mit verbinden. Also wir könnten eine richtig große Koalition jetzt bilden, die sagt, wir fordern den Freiraum für die nötigen Veränderungsexperimente. Das ist das Minimum, was uns gewährt werden muss in einer so verfahrenen Situation, wie sie jetzt besteht. Und alles kreist um den Begriff Gemeinwohl und Gemeinwohlgesellschaft und Gemeinwohlwirtschaft. Und da liegt die Lösung aus Sicht des Weltrates und der Nächsten. Ja, und vielleicht auch, wie gesagt, beim nächsten Mal, wenn Sie dann vielleicht kurz mitteilen, dass Sie auch kommen, dann kann ich sicherlich Professor Wallach und Dr. Spitzbart noch in die Runde dazu holen und so, denn der Dr. Spitzbart hat ja auch schon lange darüber nachgedacht, wie eigentlich, dass es eine Katastrophe ist, dass der Arzt nicht für seine Gesundheitswirkung belohnt wird, sondern für das Verkaufen von allen möglichen fragwürdigen Dingen. Ja, dann winken wir auf Wiedersehen und ich lade dann demnächst wieder zu so einer Runde ein, dass wir das alles vertiefen und weiter nachdenken. Gell? Schönen Abend. Tschüssi. Okay, Tschüss. Leo, könntest du, ich habe